Szeretnénk hivatalosan is megnyitni ezt az istentisztelet sorozatot, amint tudjátok, ez egy rendhagyó istentisztelet, ez egy konferencia itt Münchenben, erre, ilyenre még nem került itt sor, úgyhogy ez is már ünnepélyessé teszi ezeket az órákat, és ami még jobban ünnepélyessé teszi, hogy egy különleges vendéget, Ruf Tibort üdvözölhetjük a köreinkben. És ő fog nekünk igével szolgálni. Nem is szeretném nagyon húzni az időt, mert szerintem mindenki már nagyon éhes szellemben. Ezért megkérnélek, Tibor. Igen. Megkérnélek, Tibor, akkor, hogy vedd át a mikrofont, és szóld az igét nekünk. Köszönjük szépen. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Auch ich möchte euch alle ganz herzlich im Namen des Herrn Jesus Christus begrüßen. Mindenek előtt azt szeretném mondani, hogy óriási megtiszteltetés számomra, még tehát tényleg különlegesen nagy megtiszteltetés számomra, hogy Németországban szolgálhatok. Und bevor ich beginne, möchte ich betonen, dass das eine ganz besondere Sache für mich ist, ein großes Privileg, heute hier sein zu dürfen und in Deutschland dienen zu dürfen. Ez most történik velem először. Das ist jetzt mein erstes Mal hier in Deutschland zum Dienen. Kicsit talán az őshazámba is érkeztem vissza. Ich bin auf die Art und Weise auch so ein bisschen in das Land meiner Vorfahren zurückgekehrt. Körülbelül háromnegyed részben vagyok német, egész pontosan schwab származású. Ich bin nämlich dreiviertel deutscher Abstammung, genauer gesagt schwäbischer Abstammung. A nevem is onnan származik. Auch mein Name kommt von daher. Nem tudom pontosan, hogy mit jelent a... Ruf. Ruf aus Hívás. 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 Jiddisül rabbit jelent. Jiddisül rabbi. Auf Jiddisch bedeutet das Rabbi. A nagyapám 24 éves korában tanult csak meg magyarul. Mein Großvater hat erst mit 24 Jahren Ungarisch gelernt. És otthon is sokszor németül beszéltek. Und auch zu Hause haben sie viel Deutsch gesprochen. Főleg ha azt akarták, hogy én ne értsem. Vor allem dann, wenn sie wollten, dass ich es nicht verstehe. Ezért aztán nem is tanítottak meg rá. Und deswegen haben sie mich auch die Sprache überhaupt nicht gelehrt. Ich habe sie nicht gelernt. A világi egyetemen filozófia szakot végeztem. Ich habe an der Universität Philosophie studiert. Mai napig a kedvenc filozófusom Immanuel Kant. Bis zum heutigen Tag ist mein Lieblingsphilosoph Immanuel Kant. És viszont az anyanyelvem magyar. Aber meine Muttersprache ist nun mal das Ungarische. Úgyhogy bízom benne, hogy itt jó láncszemmel tudok képezni most a magyarok és a németek között. Und deswegen hoffe ich, dass ich mit eurem Gutdünken zusammen das gut hinbekommen kann, heute sowohl die Ungarn als auch die Deutschen zu beglücken. Azt a szintén rendkívül megtisztelő felkérést kaptam a berlini és a müncheni gyülekezet vezetőitől. Ich habe die Anfrage bekommen von den Geschwistern aus München und aus Berlin, hogy a hatalomról tanítsak. Über die Macht oder Autorität zu lehren. Tanítani szeretnék tehát, nem annyira prédikálni. Deswegen möchte ich auch tatsächlich lehren und nicht so sehr predigen, sondern lehren. Igyekezni fogok nagyon alapvető, tehát alap dolgokat letenni. Und ich werde versuchen, die Grundlagen sehr gründlich zu legen. És ezért javaslom, hogy akik úgy gondolnak és gondolják és vezetést éreznek rá, azok esetleg jegyzetelhetnek is. Und deswegen möchte ich auch den Ratschlag mit auf den Weg geben, dass all diejenigen, die vielleicht einen
Papier dabei haben und einen Stift, dass sie vielleicht auch Notizen machen währenddessen. Akik pedig jobban szeretik a szabad profétálást és prédikálást. Und diejenigen unter euch, die eher das freie Prophezeien und das Predigen lieben, azok kövezzék föl most az elméjük derekait. Die mögen jetzt den Gürtel ihres Sinnes und ihres Verstandes ein bisschen enger schnallen. Mert én tanítani fogok. Weil ich werde lehren. És ki kell bírniuk valahogy. Und ihr müsst es irgendwie aushalten. Tehát a témánk a hatalom. Unser Thema ist also die Macht, die Autorität. És mindjárt azt is szeretném elmondani, hogy ahogy erre készültem. Und ich möchte auch gleich am Anfang das sagen, dass als ich mich darauf vorbereitet habe. Meg ahogy tanácskoztunk Josiasszal, Domival és a többiekkel. Und indem wie ich mich mit Josias, Domi und den anderen besprochen habe. Arra jutottunk, hogy Németországban ez talán különösen egy nehéz kérdés. Sind wir zu der Auffassung gelangt, dass gerade in Deutschland das eine sehr schwierige Frage ist. Mivel hogy a második világháború idején a hatalomnak egy olyan szélsősége működött ebben az országban és népben. Weil in der Zeit des Zweiten Weltkrieges hier in diesem Land eine solche extreme Art und Weise und Auffassung von Autorität hier in diesem Land regiert hat. Ami talán azt okozhatja egyesekben, hogy und es kann in einigen das hervorrufen, hogy ezt kompenzálva aló másik oldalára esnek át, dass sie indem dass sie versuchen das zu kompensieren und damit klarzukommen von der anderen Seite des Pferdes runterfallen. És ezért mindenképpen hasznos dolog ezt a dolgot az alapjaitól újra gondolni. Und deswegen wird es eine sehr nützliche Sache sein, wenn wir dieses Thema von der Grundlage, vom Anfang, von der Sohle auf nochmal von vorne betrachten. Ezt én nem fogom tudni most teljes egészében itt elvégezni természetesen. Ich werde jetzt leider nicht in der Lage sein, das hier in der kurzen Zeit vollständig quasi durchzuführen. De minden esetre inspirációt talán tudok adni hozzá. Aber ich kann vielleicht einige Inspiration dazu mit auf den Weg geben. Wir können losgehen. Ennek a végiggondolásában. Und können versuchen, zum Ende zu gelangen. És úgy gondolom, hogy mindkét népemet ismerve. Und ich denke, dass meine beiden Abstammungsvölker oder Nationen. A németségnek nem fog nehezére esni a gondolkodás. Für die Deutschen wird es nicht so schwer sein, sich mit dem Nachdenken vertraut zu machen. De a magyarok is föl tudnak zárkózni ehhez. Aber auch die Ungarn können aufholen. Az első ige, amit szeretnék felolvasni, a 62. Zsoltár. Die erste Bibelstelle, die ich vorlesen möchte, ist der Psalm 62. 11. vagy egyes Bibliákban a 12. verse. Den 11. Vers in einigen Bibelübersetzungen ist es der 12. Talán a németben a 11 lesz. Nem, 12. Ott is 12? Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Eines hat Gott geredet, Vers 12, zweierlei ist, was ich gehört habe, dass die Macht bei Gott steht oder dass die Macht Gottes ist. És a 22. Zsoltár 28. versét is szeretném felolvasni. Und Psalm 22, Vers 28 möchte ich noch vorlesen. Illetve 29. Oder den 29. Mert az Úré, a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Denn das Königreich oder die Königsherrschaft gehört dem Herrn und er ist Herrscher über die Nationen. Amen. Amen. Tehát az első dolog, amit szeretnék elmondani, és talán idevehetjük még egyébként a Máté 6:13-at is, meg azt is olvassuk föl, legyen und egy új szövetségi. Die erste Sache, die ich sagen möchte, und Ige wir is. Können hierzu auch noch Matthäus 13 aufschlagen und noch ein neutestamentliches Wort dazufügen. A mi atyánknak a befejező sora. Matthäus 6:13, Verzeihung, vom Vater unser, eine Zeile.
és csak a második felét, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Und wir lesen nur den zweiten Teil des Verses, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Tehát az első dolog, amit szeretnék leszögezni, és tulajdonképpen ez a legalapvetőbb az egész téma tekintetében, és innen tudunk kiindulni a Biblia alapján. Das erste, was ich festmachen möchte, und was auch die grundlegendste Wahrheit in dem Thema ist, und von hier aus können wir starten und loslegen in dem Thema, hogy minden hatalom Istené. Ist, dass alle Macht Gott gehört. És minden hatalom ebből fakadóan Istentől származik. Und daraus folgt, dass alle Macht von Gott her kommt. És ebből még egy dolog következik. Und noch eine weitere Sache können wir daraus schlussfolgern. És ez már nem annyira egyértelmű az emberek számára. Und es ist vielen Leuten gar nicht so eindeutig. Hogy a hatalom eredendően, alapvetően jó dolog. Und zwar, dass die Macht ursprünglich eigentlich gut ist. Eredendően, eredetileg és alapvetően jó dolog. Sie ist ursprünglich grundsätzlich gut. De amikor ezt kiszoktuk mondani Magyarországon, hogy mivel Istené minden hatalom, ezért a hatalom alapvetően jó dolog. Und während wir in Ungarn sagen, dass weil die Macht bei Gott ist und Gott gehört und sie deswegen grundsätzlich gut ist, akkor kicsit összeszorul a gyomrunk. Dann zieht sich unser Magen ein bisschen zusammen. Annak is, aki kimondja. Auch bei demjenigen, der es ausspricht. Annak is, aki hallgatja. Auch bei demjenigen, der es hört. Nem tudom, hogy itt Németországban ez hogy van. Ich weiß nicht, wie es sich mit der Sache hier in Deutschland verhält. De annak ellenére, hogy a Biblia szerint minden hatalom Istené. Aber dem entgegen, dass alle Macht Gott gehört. Annak ellenére, hogy Isten hozta létre a hatalmat. Dem entgegen, dass Gott alle Macht hervorgebracht hat. És hogy Isten jó. Und dass Gott gut ist. És amit alkotott, az is jó. Und dass das, was geschaffen hat, ebenso gut ist. És ezért a hatalom alapvetően jó. Und dass deswegen die Macht auch grundsätzlich gut ist. Mégis, amikor mi ezt meghalljuk, es ist trotzdem so, dass in dem Moment, wo wir es hören, akkor egy ijegység jön létre bennünk. Wir kurz erstarren. És ennek az ijegységnek az az oka, und das hat folgenden Grund, hogy annyira sok visszaélés történt már a hatalommal, dass es so viel Missbrauch von Macht schon bereits gegeben hat, hogy amikor az ember ezt a szót meghallja, dass wenn der Mensch dieses Wort hört, akkor szinte egy szorongás jön létre benne. Dann kommt in ihm innerlich so ein Krampf hervor. Ez is teljesen érthető. Auch das ist vollkommen verständlich und nachvollziehbar. Meggyőződésem, hogy Isten is maximális megértéssel van irántunk. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch Gott dafür vollstes Verständnis hat in unsere Richtung. Maximálisan érti azt, hogy mi bennünk ez miért hoz létre szorongást. Er weiß ganz genau, warum wir wegen dieser Sache innerlich so ein komisches Gefühl haben. És együtt érez velünk ebben, und er hat Mitgefühl mit uns in dieser Sache. Mert tökéletesen tisztában van azzal, hogy milyen sok visszaélés történt már a hatalommal az emberiség történelmében. Weil er sich darüber völlig im Klaren, wie viel Missbrauch von Macht in der menschlichen Geschichte, in der Menschheitsgeschichte bereits stattgefunden hat. És ezért szoktunk úgy fogalmazni, und deswegen drücken wir es im Regelfall so aus, hogy a hatalom eredetileg alapvetően jó, dass die Macht vom Ursprung her grundsätzlich gut ist. Ahogyan Istennél van a hatalom, und dass in dem Maße, wie die Macht bei Gott ist, ahogyan ő él a hatalommal, und so wie er mit Macht umgeht, abban a formában jó, in der Form ist sie gut. De sem Isten, sem a Biblia nem tagadja, aber weder Gott noch die Bibel verleugnen, hogy az emberek világában ez egy kétarcú valóság lett, dass in der Welt, in der wir Menschen leben, die Macht eine geteilte Sache geworden ist. És ezért, amikor a hatalomról beszélünk, und deswegen, wenn wir über Macht sprechen,
Autorität sprechen. Akkor csak akkor vagyunk realisták, józanok és őszinték. Nur dann sind wir Realisten, ehrlich und geradeaus. Hogyha ennek a erről a kétarcúságról árnyaltan és minden oldalról szót ejtünk. Wenn wir über diese Zwiegespaltenheit offen sprechen und beide Seiten der Medaille deutlich zeigen. De ahhoz, hogy ezt igazságban tudjuk kezelni, aber dazu, dass wir das in der Wahrheit behandeln können, először mégiscsak onnan kell kiindulni, müssen wir doch erstmal von dort aus ausgehen, hogy eredendően és eredetileg, dass vom Ursprung her und grundsätzlich, a hatalom jó, die Macht gut ist, és csak később torzult el, und sie erst später verzerrt und verdreht worden ist, és vált egy ilyen visszafelé is elsülő fegyverré. Und sie zu solch einer Waffe geworden ist, die auch zurück, also in die falsche Richtung wirkt. Kicsit beszélnék, mert mondtam, hogy tanítani fogok. Ich werde ein bisschen reden und ich habe ja gesagt, ich werde lehren. Először is arról, hogy mi is az, hogy hatalom. Und deswegen möchte ich erstmal darüber sprechen, was es eigentlich macht. Kezdjük talán a görögkel. Fangen wir vielleicht mit dem Griechischen an. Exousia a hatalom. Exousia bedeutet Macht auf Griechisch. Ez két szóból áll. Es besteht aus zwei Wörtern. Ex. Ezt mindenki érti. Das versteht jeder. Azt jelenti, hogy kifelé. Es bedeutet raus, nach außen hin. Usia pedig görögül azt jelenti, hogy létezés. Und usia bedeutet auf Griechisch Existenz. Tehát olyasmit jelent ez a szó, hogy kifelé létezni. Und es bedeutet also so viel wie nach außen hin sein oder nach außen hin wirken. Kind lädt. So ein außen, Kindlevés, Kind lädt. Draußen, ein Zustand im Draußensein. És azt fejezi ki, amikor valaki, aki van. Und es drückt das aus, dass jemand, der ist, Önmagán kívülre is kiterjeszti önmagát. Dass er sich selbst nach außen hin ausweiten kann, nach außen hin auswirken kann. Vagyis befolyást gyakorol arra, ami nem ő. Und er kann einen Einfluss ausüben auf etwas oder jemanden, der nicht er selbst ist. Az akaratát, a gondolkodását, az érzéseit kiviszi önmagán kívülre is. Sein Willen, sein Verstand und seine Gefühle kann er von sich selbst ausgehend auf etwas außerhalb von ihm selbst projizieren. Ezen kívül azt is jelenti más értelemben, hogy a hatalom az megosztható. Und es bedeutet auch in sich selbst, dass die Macht teilbar ist. Például, amikor egy vezérigazgató kinevez egy osztályvezetőt a cégben. Zum Beispiel, wenn ein Geschäftsführer in einer Firma über einen gewissen Teil der Firma jemanden einsetzt. És akkor bizonyos döntési jogköröket átad neki. Und er ihm gewisse Rechte vermittelt innerhalb der Firma. És utána azokban a kérdésekben az osztályvezetőnek már nem kell mindig megkérdezni a vezérigazgatót. Dann wird diese eingesetzte Person über einen Teil der Firma diejenige sein, die diesen Teil der Firma leitet und nicht mehr direkt der Geschäftsführer selbst. Hanem úgy mondjuk, hogy saját hatáskörben ő meghozhatja a döntéseit. Sondern innerhalb seines eigenen Autoritätskreises kann er eigene Entscheidungen fällen. Anélkül, hogy mindig meg kéne kérdeznie. Und zwar ohne die ganze Zeit Rücksprache halten zu müssen. Kis cégek, amikor elkezdődnek, akkor sokszor egy ember csinál mindent. Wenn Firmen klein anfangen, dann ist es meistens eine Person, die alles macht. Ahogy a cég nő, akkor ez az ember fölvesz alkalmazottakat. Und wenn die Firma wächst, dann wird er nach und nach Leute einstellen. De hogyha nagyon jól megy a dolog, akkor annyira nagy lesz. Wenn die Firma richtig, richtig gut läuft, dann wird sie irgendwann so groß werden. Hogy egy személyben már nem tudja a napi összes feladatot, döntést meghozni, áttekinteni, részletekben dönteni.
so dass eine einzelne Person nicht mehr in der Lage sein wird, alle anfallenden einzelnen Entscheidungen zu treffen und alle Sachen durchzudenken und in jedem einzelnen kleinen Bereich der Firma entsprechend zu verwalten. És ilyenkor vezetőket választ ki. Und dann wird er gewisse Leiter auswählen. És azoknak már saját hatáskörben saját döntéseik vannak. Und er wird ihnen ihre eigenen Autoritätsbereiche geben und die dazugehörigen Rechte. Nem kell állandóan minden egyes kérdésben egyeztetniük. Und sie müssen nicht die ganze Zeit in jeder einzelnen Frage zurückrennen und Rücksprache halten. Mert akkor az első számú vezető megint csak ugyanabban a helyzetben lenne, mintha nem lennének többi vezetők. Weil dann wäre der Geschäftsführer wieder in der gleichen Position, als wenn er überhaupt niemanden eingesetzt hätte. Ezért kénytelen rábízni ezekre a vezetőkre bizonyos területeket. Und deswegen muss er gezwungenermaßen gewisse Gebiete abtreten und gewissen Leuten die anvertrauen. Vagyis a saját hatalmát, befolyását, tekintélyét. Und damit teilt er auch seine eigene Macht, seine eigene Möglichkeit zur Einflussnahme. Kihelyezi. Und er gibt sie nach außen oder er gibt sie weiter. Tehát ez az exousia, hogy ki kint lét, ki teszi. Das ist dieses exousia, dass er das quasi weitervermittelt. És olyan problémákat is ismerünk. Oder auslagert, und wir kennen auch solch ein Problem. Amikor például az egyik ilyen megbízott vezető. Das vielleicht ein so ein eingesetzter Leiter. Például egy üzletkötő kapcsolattartó. Zum Beispiel jemand, der dafür verantwortlich ist, neue Deals reinzubringen und im Sales arbeitet. Hirtelen kilép a cégtől. Dass er auf einmal aus der Firma austritt. És semmi más nem visz magával, csak a telefonkönyvét. Und er nimmt nichts anderes mit, außer das Telefonbuch. És aztán ugyanarra a tevékenységre ő létrehoz egy saját céget. Und mit der gleichen Arbeit, mit der gleichen Handlung bringt eine neue Firma hervor. Azzal a kapcsolatrendszerrel, amit az előző cégnél, annak a tőkéjéből, annak az alkalmazottjaként szerzett meg. Mit diesem Beziehungsnetzwerk und mit diesem Kapital, was er quasi von seinem früheren Chef anvertraut bekommen hat, mit dem. És elviszi a céget az eredeti tulajdonos alól ezzel. Bringt er das Neue hervor und damit zieht er aus der Firma des alten Chefs etwas heraus. Én még olyan történetet is tudok. Ich kenne auch solch eine Geschichte. Ez igaz történet, mert maguktól, a résztvevőktől hallottam. Ich habe sie von den Teilnehmern selbst gehört. Hogy így elvittek valaki alól egy céget. Így elvittek egy céget valaki alól. Dass sie so eine Firma quasi weggenommen haben. Az eredeti tulajdonos teljesen tönkrement. Der original, der eigentliche Eigentümer ist bankrott gegangen. Végül öngyilkos lett. Hat sich umgebracht und das Leben genommen. Nem volt keresztény. Er war kein Christ. A másik, aki elvitte. Und der andere, der es weggenommen hat. Az pedig nagyon meggazdagodott. Er ist sehr reich geworden. Egészen addig, amíg lett egy alkalmazottja. Bis zu dem Punkt, wo er jemanden in Lohn genommen hat, jemanden angestellt hat. Aki ugyanígy elvitte ő elől a céget. Der genauso, wie er es vorher gemacht hat, auch ihm die Firma weggenommen hat. És akkor addigra már keresztény volt ez az ember. Und dieser Mann war vorher schon Christ geworden. És amikor teljesen elszegényedett. Und nachdem er vollkommen verarmt war. Akkor belátta, hogy ugyanaz történt vele, mint amit ő tett. Hat er eingesehen, dass mit ihm genau das gleiche geschehen ist, wie das, was er selbst getan hat. Akkor elment és megkereste a régi tulajdonost, mert szeretett volna bocsánatot kérni és rendezni a dolgot. Dann ist er losgegangen und hat den alten Eigentümer gesucht, weil er wollte mit ihm die Sache klären. És akkor tudta meg a feleségétől és a gyerekeitől, hogy azóta az öngyilkos lett. Und dann hat er von dessen Witwe erfahren, dass dieser Mann in den Selbstmord getrieben wurde. És akkor nem tudott más csinálni, mint hogy tőlük kért bocsánatot. Und dann konnte er nichts anderes machen, als von ihnen sie um Verzeihung bitten. És annak ellenére, hogy ő is nagyon szegény volt akkor már. Und dem entgegen, dass er zu dem Zeitpunkt schon sehr arm war.
De pénzügyileg is elkezdte támogatni őket. Hat er angefangen, sie auch finanziell zu unterstützen. És utána újra föl tudott emelkedni. Und danach konnte er Schritt für Schritt wieder nach oben steigen. A nagyobb cégek, ahol már profi jogászok vannak. Die größeren Firmen, die schon professionelle Juristen beschäftigen können. Be is szokták venni az ilyen jellegű vezetők munkaszerződésébe. Bei denen schreiben sie das schon in die Arbeitsverträge solcher höheren Manager rein. Hogyha kilép a cégtől, akkor több évig nem végezheti ugyanazt a tevékenységet. Dass wenn er die Firma verlassen wird, dass er dann diese gleiche Arbeit nicht weiter fortführen kann außerhalb. Ha mégis, akkor óriási kártérítést kell fizetnie. Und wenn er das trotzdem tut, dann muss er riesige Schadenssummen aufbringen. Mert így akadályozzák meg, hogy ellopják alól a céget. Weil auf die Art und Weise verhindern sie, dass sie aus der Firma Dinge herausstellen. Tehát a hatalomnak a megosztása, a kihelyezése. Das heißt, die Auslagerung und das über das Vermitteln von Macht und Autorität. Az nem veszélytelen dolog Isten részéről sem. Ist auch von Gottes Seite her selbst keine risikoarme Sache. Isten nem azért osztja meg a hatalmát, mert nem tudná egyedül kormányozni az egész világ mindenséget. Und denkt darüber nach. Gott lagert nicht deswegen die Macht aus und gibt Macht ab, weil er nicht in der Lage wäre dazu, die Welt und das Universum alleine zu regieren. Hanem azért osztja meg a hatalmát, de csak bizonyos lényekkel. Sondern er teilt seine Macht und vermittelt seine Macht mit gewissen Wesen. Főként az angyalokkal és az emberekkel. In erster Linie mit den Engeln und den Menschen. Úgy is mondhatnánk, hogy a személyiséggel rendelkező lényekkel. Wir könnten es auch so sagen, mit solchen Wesen, die eine Persönlichkeit besitzen. Azért osztja meg a hatalmát. Deswegen teilt er seine Macht. Hogy bennünket is beemeljen a világ mindenségnek a kormányzásába. Damit er uns mit einbeziehen kann in die Herrschaftsausübung im Universum. Mivel hogy a gyermekeinek tekint bennünket. Weil er uns als seine Kinder betrachtet. Az angyalokat is többször nevezi a Biblia úgy, hogy Isten fiai. Auch die Engel benennt die Bibel oftmals als Göttersöhne. Bár ők abban az értelemben nem Isten fiai, ahogyan az újjászületett keresztények. Auch wenn sie im eigentlichen Sinne nicht auf die Art und Weise Söhne sind wie die neugeborenen Christen. De bennünket is Isten gyermekeinek, Isten fiainak nevez a Szentírás. Aber auch uns nennt die Bibel Söhne Gottes oder Kinder Gottes. Hercegek vagyunk. Wir sind Fürsten. A világ mindenség királyának az édes gyermekei. Wir sind die geliebten Kinder des Königs des Universums. Nagyon fontos, hogy az édes gyermekei nem örökbefogadott gyermekek. Es ist sehr wichtig, dass wir sehen, wir sind leibeigene Kinder, leibliche Kinder und nicht adoptierte Kinder Gottes. Mert újjá születtünk. Denn wir sind von neuem geboren. Tehát született fiak vagyunk. Das heißt, wir sind geborene leibliche Kinder. Isten szült bennünket a Szent Szellem által. Gott hat uns durch den Heiligen Geist geboren. Jézus Krisztusnak, az ő fiának a vére által. Durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Az ő véréből. Aus seinem Blut. Tehát nem örökbefogadott gyermekek vagyunk, hanem született gyermekek. Deswegen sind wir keine adoptierten Kinder, sondern wir sind leibliche Kinder. A világ mindenség szuverén uralkodójának vagyunk a gyermekei. Wir sind die Kinder des souveränen Herrschers des Universums. Tehát hercegek vagyunk. Wir sind also Fürsten. Az univerzum hercegei vagyunk. Prinzen des Königs des Universums. És ezért, de minden ember, aki nem született újjá, aber jeder Mensch, der nicht von neuem geboren ist, az meg Isten képmása, der ist im Ebenbild Gottes geschaffen, és Ádám óta az a parancs minden ember számára, und seit Adam ist Gottes Gebot für jeden Menschen, hogy uralkodjon ezen a földön és hajtsa a hatalma alá a földet. Auf dieser Erde zu herrschen und die Erde zu unterwerfen. Manapság ezzel is sokaknak problémája van. Heutzutage haben viele Menschen auch damit Probleme.
És ebbe is van igazság. Und auch darin steckt Wahrheit. Mert az emberiség a bűnbeesés miatt, weil die Menschheit aufgrund des Sündenfalls nem jól uralkodik a földön, auf der Erde nicht auf gute Art und Weise herrscht. Nem szeretettel uralja a földet. Sie beherrschen die Erde nicht mit Liebe, hanem kifosztja, rombolja és mindegy, kifosztja és rombolja. Sondern sie herrschen auf eine Art und Weise, die den Menschen Dinge raubt und nimmt und zerstört damit. Kizsákmányolja, úgy akartam mondani. Sie beuten das aus. Mert a pénznek a szerelme az minden rossznak a gyökere. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Bösen. Ahogy Pál apostol mondja. Wie es der Apostel Paulus sagt. Ezért ez is egy árnyalt kérdés. Deswegen ist es auch eine umfassende Frage. Való igaz, hogy az emberiség a föld fölötti Istentől kapott hatalmát sok tekintetben rosszul használja. Weil es ist wahr, dass die Menschheit die ihnen von Gott vermittelte und verliehene Autorität oftmals schlecht ausübt. De erről is megint azt kell, hogy mondjuk, hogy eredetileg, eredendően ez is jó volt. Aber wir müssen auch darüber wieder sagen, dass vom Ursprung her grundsätzlich auch diese Art von Machtausübung gut war. Adam, akinek a neve azt jelenti, hogy ember. Adam, dessen Name Mensch bedeutet. Azt kapta Istentől. Hat das von Gott empfangen und erhalten. Hogy uralkodjon az ég madarain. Dass er über die Vögel des Himmels herrschen kann. Minden földön és a tengerben élő állat fölön. Über alle Tiere, die auf der Erde und im Wasser sind. És ez is egy hatalom. Auch das ist eine Art von Macht. Úgy mondhatnánk, hogy a föld egész bioszférája fölött az emberé a hatalom. Und wir könnten quasi sagen, dass der Mensch Autorität bekommen hat über die gesamte Biosphäre der Erde. Van egy olyan ige is, hogy az egek az Úrnak egei. Es gibt auch eine solche Schriftstelle, dass die Himmel des Herrn sind. De a földet az ember fiainak adta. Aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Sokszor szokták mondani azt ateisták vagy Istennel vitatkozó emberek. Viele Atheisten und solche Menschen, die mit Gott argumentieren, sagen folgendes. Hogy miért engedi meg Isten azt a sok rosszat és szenvedést, ami ezen a földön történik? Warum lässt Gott all das Böse und Schlechte zu, was auf Erden geschieht? Istennek erre hiszem, hogy nagyon egyszerű a válasza. Ich denke, die Antwort Gottes fällt ganz einfach aus. Körülbelül azt válaszolja, hogy én miért engedem meg? Ich? Warum ich das zulasse? Ti miért engeditek meg? Warum lasst ihr das zu? A föld a tiétek. Die Erde gehört euch. Az Istené az ég. Gott gehört der Himmel. Ott nincs ekkora probléma. Da gibt's solche Probleme nicht. Ő jól csinálja a dolgát. Er macht seine Sache gut. Mi csináljuk itt rosszul. Wir machen das hier schlecht. És Isten a földön csak akkor avatkozik be. Und Gott greift in die Erde nur dann ein, hogyha erre az emberek kellő számban és kellő határozottsággal megkérik. Wenn ihn die Menschen auf eine richtige Art und Weise und in richtiger Zahl ihn dazu auffordern, ihn dazu aufrufen. A földön, a bioszférában, a légkör alatt az történik, amit mi csinálunk. Auf der Erde, in der Biosphäre, in dem Teil unter der Sonne geschieht das, was wir tun. Isten, ha akarna, be tudna avatkozni. Wenn Gott wollte, könnte er eingreifen. De nem akar. Aber er will nicht. Mert ő tiszteli azt, hogy ezt a hatalmi területet nekünk adta át. Denn er ehrt und respektiert seine Entscheidung, diesen Teil seiner Macht an uns auszugliedern. Csak a mi engedélyünkkel és kifejezett kérésünkre avatkozik be. Nur wenn wir es erlauben und wenn wir ihn darum bitten, greift er ein. Ezt nevezzük imádkozásnak. Das bezeichnen wir als Gebet. Ezért nagyon fontos imádkozni. Deswegen ist es sehr wichtig zu beten. És ezért nem történnek dolgok, Isten dolgai ima nélkül. Und deswegen geschehen die Dinge Gottes nicht ohne Gebet. Tehát visszatérve, Isten nem azért osztotta meg a hatalmát
különböző lényekkel, angyalokkal, emberekkel. Und deswegen zurück, wenn wir zurückgehen, hat Gott nicht deswegen seine Macht und Autorität mit gewissen Wesen geteilt. Mert hogy ő ne tudta volna egyedül egy személyben az egész világ mindenséget kormányozni. Weil nicht dazu in der Lage gewesen wäre, allein als Einzelperson das Universum zu beherrschen und zu lenken. Hanem azért, mert Isten szeretet. Sondern deswegen, weil Gott Liebe ist. János apostol az első levelében így jelenti ki Isten lényegét. Auf die Art und Weise drückt Gott sein Wesen im ersten Johannesbrief aus. Isten szeretet. Gott ist Liebe. És ezért a fiaival, a gyermekeivel megosztotta a hatalmát. Und deswegen hat seine Macht mit seinen Kindern, mit seinen Söhnen geteilt. Angyalokkal is, emberekkel is. Mit Engeln und mit Menschen. És szabad akaratot adott ennek a két fajta lénynek. Und diesen beiden Arten von diesen beiden Wesen, Engeln und Menschen, dazu einen freien Willen gegeben. Hogy mi saját döntéseket is meg tudjuk hozni. Dass wir eigene Entscheidungen fällen und treffen können. Nagyon érdekes egyébként, hogy a görög nyelvben Und es ist sehr interessant, dass in der griechischen Sprache die Macht és a szabadság und die Freiheit az ugyanaz a szó. Das gleiche Wort ist. Az exousia, exousia és szabadnak lenni, exester und frei sein, exester. Ugyanaz a szó gyöke. Es hat die gleiche Wurzel. Hát de jobb a téged. Ja, nem, mert magyarok is vannak. Akkor lehet, hogy az elemet ki kell cserélni. Hát én addig beszélek, aztán... Oké, meg vagyunk. Ja. Tehát ezen is érdemes elgondolkozni, hogy az, hogy valakinek valamire hatalma van, Also darüber sollten wir auch nachdenken, dass wenn jemand über etwas Macht hat, az a görög nyelvben tulajdonképpen azt jelenti, hogy valakinek valamire szabadsága van. Dann bedeutet das in der griechischen Sprache, dass jemand für etwas Freiheit hat oder zu etwas Freiheit hat. A görög gondolkodásban ugyanaz a kettő. Im griechischen Denken ist das beides das gleiche. Amire szabad vagyok, amit meg tudok tenni, wozu ich frei bin, was ich tun kann, Arra van hatalmam. Dazu habe ich Autorität, dazu habe ich Macht. Amire van hatalmam, wozu ich Macht habe, wozu ich Autorität habe, arra szabad vagyok. Dazu habe ich auch Freiheit. Azt megtehetem. Das kann ich tun. Ugyanaz a szó a görögben. Im Griechischen ist das gleiche Wort. Még egy dolgot szeretnék mondani, mielőtt tovább lépnénk, hogy tulajdonképpen mi is a hatalom mindezeken túl még. Und bevor wir weitergehen, möchte ich diese eine Frage noch beantworten. Was ist eigentlich die Autorität über das alles hinaus, was wir bereits besprochen haben? Ist elég nehéz megfogalmazni. Ist auch ein bisschen schwierig auszudrücken. De tulajdonképpen talán azt mondhatnánk, hogy a világmindenségnek a rendezettségét fenntartó erő vagy elv. Dass die Autorität auf eine gewisse Art und Weise die ordnungsgebende Struktur des Universums ist. Az Isten a világmindenséget szép ékes renddel teremtette. Gott hat das Universum als in einer schönen Ordnung geschaffen. Teremthette volna teljes káosznak és összevisszaságnak is. Er hätte das Universum auch als völliges Chaos und ein einziges hin und her und quer geschaffen können. De ő valami miatt úgy döntött, hogy szép ékes renddel teremti meg. Aber er hat sich aus irgendeinem Grund dazu entschieden, das als in einer schönen Ordnung zu schaffen. A csillagok kiszámítható pályákon mozognak és a bolygók. Die Planeten und die Sterne fahren auf vorausberechenbaren Bahnen. Bárhol az univerzumban valami folyadék csak úgy magára marad, az gömb alakot vesz föl. Sobald irgendwo auf der Erde irgendeine Flüssigkeit auf sich allein gestellt ist, nimmt sie immer solch eine Kugelform an.
nem látunk kocka alakú csillagokat vagy bolygókat. Wir sehen keine eckigen Sterne oder Planeten. És a csöpp is, meg a buborék is gömb alakú. Auch Regentropfen oder irgendwelche Blasen im Wasser sind immer rund. Minden fa a földön más. Jeder Baum auf der Erde ist anders. De mégis mindegyik fölfelé növeszti az ágait és lefelé a gyökereit. Aber trotzdem strecken alle ihre Zweige nach oben aus, ihre Wurzeln nach unten. Mindegyik más, de az óriási változatosságban mégis szabályok, törvények, elvek vannak. Jeder Baum ist anders, aber trotzdem gibt es für alle gültige Normen und Regelungen. Az emberi testen belül óriási rendezettség van. Im menschlichen Körper herrscht eine unglaubliche Ordnung. A fehérje láncok, DNS láncok, enzimek hosszú molekuláiba óriási rendezettségek vannak. In den Molekülen der Eiweiße, der DNA und der inneren körpereigenen Zellen gibt es eine unglaubliche Ordnung. És hogyha ez a rend megsérül, akkor betegségről beszélünk. Und wenn diese Ordnung zerstört wird, dann sprechen wir über Krankheit. Amikor Isten a mózesi sátor felépítését elmondta, als Gott den Aufbau des der Stiftshütte unter Moses mitgeteilt hat, utána azt is elmondta, hogy milyen alakban táborozzon Izrael a sivatagban a sátor körül, hat er auch vorgegeben, wie das Volk Israel sich die Stiftshütte herum anordnen soll in seinen einzelnen Stämmen. Egészen pontosan elmondta, hogy a léviták törzsének hogy kell a sátor körül elhelyezkedni. Er hat ganz präzise gesagt, wie die Leviten sich rund die Stiftshütte anordnen sollen. Aztán a 12 törzset 4 csoportba osztotta. Und dann hat er die 12 Stämme Israels in 4 Gruppen geteilt. 3-3-3-3 törzs, egy immer in Dreiergruppen, also immer 3 Stämme zusammen. Kelet felé, vagyis a sátor bejárata oldalán Júda vezetésével 3 törzs. Zum Osten hin, also da wo der Eingang der Stiftshütte war, unter der Leitung des Stammes Júda 3 Stämme. Délre másik 3. Nach Süden hin 3 andere Stämme. És így tovább, középen a sátor. Und so weiter, und in der Mitte die Stiftshütte. És amikor vándoroltak, mindig ebben a sorrendben így kellett táborozniuk. Und als sie auf Wanderung waren, mussten sie immer in dieser Reihenfolge sich niederlassen. Ezt sokan nem tudják, de ebből következik, hogy Izrael a pusztában keresztalakban táborozott mindig. Und viele wissen das nicht, aber in der Wüste hat Israel immer in Kreuzform gelagert. És mindig tökéletes rendben. Und immer auf eine vollkommen ordentliche Art. Es gab eine vollkommene Ordnung darin. Németek sehol nem voltak akkor még ehhez képest. Die Deutschen, was mit den Deutschen zu der Zeit war, wissen wir nicht. Ezt is a zsidók kezdték. Das haben auch die Juden angefangen. És Bálám, amikor meg akarta átkozni Izraelt. Und Bileam, als er Israel verfluchen wollte. Pénzért. Für Geld. Fölvitte őt Bálák egy hegytetőre, hogy lássa Izraelt. Hat Balak ihn auf ein Berggipfel genommen, damit er Israel sehen kann. És azt mondja az ige, hogy amikor Bálám meglátta Izraelt, und die Schrift sagt, dass als Bileam das Volk gesehen hat, amint az ő törzsei szerint táborozott, wie sie nach ihren Stämmen sich gelagert haben, akkor az Isten szelleme rászállt Bálámra, dann kam der Geist des Herrn über Bileam, és nem tudott átkot mondani, csak áldást. Und er konnte keinen Fluch sagen, sondern nur Segen. És az áldásába benne is volt, hogy milyen szépek a te sátraid, Izrael. Und auch in seinem Segen war es drin, wie schön sind deine Zelte, o Israel. Mint a folyó mellé ültetett aloék. So wie ein neben den Fluss gepflanzter Baum. És nagyon érdekes, hogy Bálák is rájött arra, hogy Bálám azért nem tud átkot mondani, mert rendezettséget lát.
Und auch Balak, der König der Moabiter, ist darauf gekommen, dass Bileam deswegen Israel nicht verfluchen kann, weil er eine Ordnung sieht in Israel. Mert Balak utána azt mondja, hogy gyere, elviszlek egy másik helyre, ahonnan nem látod az egész népet, hanem csak egy részét. Und deswegen hat Balak danach gesagt, komm, ich bring dich auf einen anderen Gipfel, von wo aus du nicht das ganze Volk siehst, sondern nur einen Teil. Hát, ha akkor meg tudod átkozni. Vielleicht kannst du sie ja von da verfluchen. El is vitte máshova. Er hat dann Bileam tatsächlich weitergeführt. És akkor Balaam nem látta az egész keresztet. Und dann hat Bileam nicht das ganze Kreuz gesehen. Hanem csak egy kis részt. Sondern nur einen kleinen Teil. De az is olyan rendezett volt. Aber auch das war so geordnet. Hogy arra se tudott átkot mondani. Dass er auch darauf keinen Fluch zu sagen wusste. Pedig szeretett volna. Aber er hätte es gern gemacht. Mert tudjuk, hogy ő neki kellett volna az a pénz. Weil wir wissen aus der Schrift, dass er dieses Geld unbedingt haben wollte. És azt is tudjuk a Bibliából, hogy utána tanácsot adott Báláknak. Und wir wissen hinterher hat er Balak einen Rat gegeben. Hogyha be tudja vinni bálványimádásba és paráznaságba a zsidókat. Dass wenn es ihm gelingen würde, die Juden hineinzubringen in Unzucht und Götzendienst, akkor átok alá fognak kerülni. Dann werden sie unter Fluch kommen. Így is lett. Und so ist es auch geschehen. Ezek szellemi emberek voltak. Das waren geistliche Menschen. Ismerték a látás törvényét. Sie kannten das Gesetz von Vision. Jákob is ismerte a látás törvényét. Auch Jakob kannte das Gesetz der Vision oder der Sicht. Hogy ami bemegy a szemen, dass das, was durch die Augen reinkommt, az létrejön belül, das bringt im Innern, és ezért magyarófa vesszőket csikosra meghántott, bringt im Innern etwas zustande und deswegen hat er an seine Stäbe solche Teile abgeschält und solche Streifenmuster hervorgebracht. Leszúrta a juhok előtt, amikor azok ittak és párzottak. Und er hat diese Stäbe dann vor die guten Tiere gelegt, wenn sie getrunken haben und sich gepaart haben. És így a juhok csikosokat és pöttyösöket ellettek. Und auf die Art und Weise haben sie dann gestreifte und gefleckte Lämmer geschmissen. És ugyanez működött Bálámnál is. Und so sehen wir, dass es auch bei Bileam funktioniert hat. A rendezettség áldást hoz. Ich würde es eher so ausdrücken, dass die Ordnung bringt Segen hervor. A rendetlenség pedig az átkot vonza. Und die Unordnung zieht den Fluch an. És ez is azért van. Und auch das ist deswegen so. Mert az Isten az univerzumot rendezettségben teremtette. Weil Gott das Universum in einer Ordnung geschaffen hat. És ha végül föltesszük a kérdést, hogy miért rendezettségben teremtette. Und wenn wir die Frage stellen, warum hat er das Universum in einer Ordnung hervorgebracht? Akkor erre nem tudunk mást mondani. Dann können wir darauf nichts anderes antworten. Mint hogy ez az ő természetéből fakadt így. Als zu sagen, dass das aus seiner Natur, aus seinem Wesen hervorkam. Pál apostol a Róma 1-ben azt mondja, im Römerbrief 1. Kapitel sagt der Apostel Paulus, hogy minden, ami az Istenben láthatatlan, dass all das, was in Gott unsichtbar ist, az a teremtett dolgokból megértve meglátható, das ist aus den erschaffenen Dingen heraus sichtbar. Ez egy fantasztikus horderejű kijelentés. Das ist eine fantastische und mit großer Macht ausgestattete Offenbarung. Hogy minden, ami Istenben láthatatlan. Dass all das, was in Gott nicht sichtbar ist, was du nicht sehen kannst. Tehát minden. Alles. Ami Istenben láthatatlan. Was in Gott unsichtbar ist. Az a teremtett dolgokból megértve meglátható. Es ist aus den geschaffenen Dingen heraus nachvollziehbar, verständlich und sichtbar. Vagyis modernebb szóval mondva, und mit einem moderneren Wort ausgedrückt, az öt érzékszerv, dass die fünf Sinne, és az intelligencia együttes használatával, dass wenn wir die fünf Sinne gemeinsam mit unserer Intelligenz nutzen, a természetből, dass wir dann aus der Natur minden megtudható, ami Istenben láthatatlan. Alles erkennen und erfassen können, was in Gott unsichtbar ist. A görögök a
Világmindenséget kozmosznak nevezték. Die Griechen haben das Universum als Kosmos bezeichnet. Ez a szó görögül szép rendet jelent. Und es bedeutet auf Griechisch schöne Ordnung. Innen származik a mostani kozmetika szavunk is. Auch von da stammt unser heutiges Wort Kosmetik ab. Tehát amikor a nők magukat rendbe hozzák és felékesítik. Wenn also die Frauen sich selbst in Ordnung bringen und sich schminken. Az ugyanaz a szó. Es ist das gleiche Wort. Mint ahogy a görögök a világmindenséget nevezik. Wie die Griechen das Universum bezeichnet haben. Tehát, hogy szép rend. Schöne Ordnung. És valóban, amit az Isten csinált, abban látjuk ezt a szép rendet. Und das, was Gott geschaffen hat und macht, darin erkennen wir diese schöne Ordnung. És tulajdonképpen a hatalom az nem más, mint ezt a rendezettséget fenntartó elv és erő. Und auf gewisse Art und Weise ist die Macht diese elf, elf, ist es dieses System und die Kraft, die diese schöne Ordnung aufrechterhält. Prinzip, dieses Prinzip. Dankeschön. Ezt még tudtam is volna. Akkor miért nem mondtál? Nem, már a következő mondaton gondolkoztam. Kannst du dir das aufschreiben, das Wort, das brauche ich noch. Nekünk németeknek. Uns als Deutschen. Arról is meg kell emlékeznünk. Wir als Deutsche müssen uns auch daran erinnern. Hogy az Isten rendje soha nem merev. Dass Gottes Ordnung niemals starr ist. Hanem mindig rugalmas. Sondern sie ist immer flexibel. Az emberi test. Der menschliche Körper. Óriási rendezettséget tartalmaz. Hat eine riesige Ordnung. Elmondhatatlanul nagy rendezettséget. Eine unaussprechlich große Ordnung. Ahogy a sejtjeinkben a szintetizálódnak a fehérjék, az enzimek. So wie die Enzyme und die Eiweiße innerhalb der Zellen miteinander zusammenwirken. Odáig menve, hogy a fehér vérsejtek, mint egy belső rendőrség járőröznek bennünk mindenhol. Bis dahin gehend, dass die Eiweiße im Innern der Zelle als eine Art Polizei agieren und versuchen gewisse Stoffe auszusieben. És amikor találnak ellenséges, akár külső, akár belső ellenséget. Und wenn sie einen inneren oder äußeren Feind finden, azt megsemmisítik. Dann vernichten sie den. Külső ellenség a kórokozók. Die äußeren Feinde sind die Krankheitserreger. Belső ellenség például a ráksejtek. Innere Feinde sind zum Beispiel die Krebszellen. Mi egy ráksejt? Was ist eine Krebszelle? Egy olyan sejt, amelyik elkezd úgy szaporodni. Eine solche Zelle, die anfängt sich so zu vermehren. Hogy az egész test működését veszélyezteti ezzel. Dass sie damit die Funktionsweise des ganzen Leibes riskiert und untergräbt. Ha valakinek az immunrendszere egészséges. Und wenn das Immunsystem von einer Person gesund ist. Mert ilyen ráksejtek percenként keletkeznek az emberbe szép számmal. Weil diese Krebszellen entstehen im Inneren des menschlichen Körpers jede Minute und zwar in großer Zahl. De a fehér vérsejtek ezeket a sejteket likvidálják. Aber die Eiweiße im Blut, die liquidieren sie. Weißen Blutkörperchen, danke schön. Vagy például elkezdesz sportolni, vagy fizikai munkát végzel. Wenn du anfängst Sport zu machen oder physische Arbeit zu verrichten. Egy nap után már este kiadja a parancsot a szervezeted. Dann gibt nach einem Tag am Abend schon geht schon das Gebot aus von deinem. Hogy azok az izomcsoportok, amelyikeket megterhelted előző nap, dass all die Muskelgruppen, die am vorherigen Tag in Aktion waren, azok viszont kezdjenek el növekedni, dass die anfangen sollen zu wachsen. És akkor így gyúrsz, und wenn du dann so Gewichte stemmst, pedig na mindegy. Während, egal.
Fizikai munkát végezni sokkal jobb. Physische Arbeit zu verrichten ist viel besser. Mert akkor mindig más izomcsoportjait dolgoznak. Weil dann arbeiten immer andere Muskelgruppen. És a nap is jobb, mint a szolárium. Und auch die Sonne ist schöner als das Solarium. De szabad ember vagy. Aber du bist ein freier Mensch. Nem kell ezeket komolyan venni. Das musst du nicht ernst nehmen. Csak azt akartam mondani, hogy a tested egyből kiadja a parancsot, hogy hol kell erősíteni. Ich wollte nur ausdrücken, dass dein Leib sofort das Gebot ausgibt an die Muskelgruppen, die wachsen und stärker werden. Hol kezdjenek szaporodni a sejtek? Wo sollen die Zellen sich vermehren? De hol olyan helyen kezdenek szaporodni, ahol nem kellene? Aber wenn sie sich an solch einem Ort vermehren, wo sie das nicht tun sollten? Akkor a fehér vérsejtek megakadályozzák ott a rákos daganatnak a létrejöttét. Dann kommen die weißen Blutkörperchen und fangen sofort an, das wieder zu liquidieren und abzubauen. Ha jól működik az immunrendszered? Wenn dein Immunsystem gut funktioniert. Amihez pedig fontos, hogy ne stresszelj sokat. Und dazu ist es sehr wichtig, dass du nicht in viel Stress lebst. Óriási rend van az emberben. Es gibt eine riesige Ordnung im menschlichen Körper. A hatalom tehát eredendően jó. Die Macht ist also ursprünglich gut. És arra való, hogy az univerzum rendezettségét fenntartsa. Und dazu gedacht, dass sie diese Ordnung innerhalb des Universums aufrechterhält. Mert valami miatt Isten bensejéből rendezettség jött ki. Denn auf eine gewisse Art und Weise ist aus dem Inneren Gottes Ordnung hervorgekommen. Tehát ahogyan ami Istenben láthatatlan, az meglátható a teremtett világból és megérthető. Und wenn das, was im Inneren Gottes unsichtbar ist, in der geschaffenen Welt, in der Schöpfung sichtbar, erkennbar und verständlich wird, akkor ez azt jelenti, hogy Istenben belül is rend van. Dann bedeutet es, dass im Inneren Gottes auch Ordnung besteht. Az ő természete rendezett. Seine Natur ist ordentlich. Isten lényege, hogy ő szeretet. Sein Wesen ist, dass Liebe ist. Isten boldog. Gott ist glückselig, fröhlich. Ez ugye le van írva egy helyen, hogy a boldog Isten dicsőségének az evangéliuma. Steht in einer Bibelstelle, dass der glückselige Gott ein Evangelium hat. Le van írva, hogy egyedül Isten bölcs. Es steht geschrieben, dass alleine Gott weise ist. Tehát valamiképp az ő szeretete, boldogsága és bölcsessége. Also auf eine gewisse Art und Weise ist seine Liebe, seine Glückseligkeit und seine Weisheit. Rendezettséget szül, és nem káoszt. So gestaltet, dass sie Ordnung hervorbringt und gebiert und nicht Chaos. Hogy miért, ennél jobban nem tudjuk megérteni. Warum können wir noch besser nicht verstehen? Ilyen ő. So ist er. És minket a maga képmására teremtett. Und uns hat er in seinem eigenen Ebenbild geschaffen. És a saját szelleméből szült újjá. Und er hat uns aus seinem eigenen Geist von neuem geboren. És figyeld meg, hogy te is, hogyha otthon nincs kitakarítva és nagy a rendetlenség. Und dann beobachte dich mal selber, wenn bei dir zu Hause Unordnung herrscht und die Dinge nicht aufgeräumt und nicht geputzt sind. És a kosz és a káosz közepében el akarsz kezdeni imádkozni. Und du möchtest anfangen zu beten inmitten von Chaos und Unordnung. Általában nem nagyon megy. Dann funktioniert das normalerweise nicht besonders. Csak csukott szemmel legfeljebb. Sondern nur mit geschlossenen Augen vielleicht. Ahogy kinyitod a szemed. Und in dem Moment, wo du deine Augen öffnest. Rögtön, mintha a Szentlélek kenete háttérbe szorulna. Dann ist es so, wie wenn in einem Augenblick die Gegenwart des Heiligen Geistes schon von dir runterfließt. Aztán végül az ember félbehagyja az imát. Und dann lässt der Mensch das Gebet so halbfertig liegen. Rendet rak, kitakarít. Macht Ordnung. És utána tud újra imádkozni. Und dann kann wieder anfangen. És a Szentléleknek egy kenete száll le. Und die Salbung des Heiligen Geistes fängt an herunterzukommen. Meg egy áldás. Und ein Segen. De még egyszer mondom. Aber ich sag's noch einmal. Nekünk németeknek. Wir als Deutsche.
hogy az Istennek a rendje életszerű és rugalmas. Müssen verstehen, dass die Lebensordnung Gottes, sie ist dem Leben, sie passt zum Leben und sie ist flexibel. Én nagyon sokat vagyok erdőben. Ich bin sehr häufig im Wald. És jöttek hozzám vendégek. Und es sind Gäste zu mir gekommen. És mindenfelé gyönyörű erdő. Und es ist ein wunderbarer Wald, der uns umgibt. Tölgyes. Tölgy. Eichen. Napsütés. Sonnenschein. Fülemüle. Nachtigall. Nightingale, azaz. Nachtigall. De a távolban látszik egy magas feszültség oszlop. Aber in der Ferne sieht man eine Säule von Anspannung. Egyetlen egy. Eine einzige. Messze. Ganz weit. Meg a drót. Und den Draht. És a minden vendégem azt mondja, und jeden Gast, den ich bis jetzt hatte, sagt Folgendes. Egymástól függetlenül. Unabhängig voneinander. Hogy milyen szép itt. Wie schön es hier ist. Az milyen ronda, milyen kár, hogy az ott van. Und wie hässlich ist das denn da hinten? So schade, dass es da stehen muss. És én mindig azt szoktam mondani, hogy csúnyának találod a magas feszültség oszlopot? Und dann frage ich sie immer, du hältst es für hässlich, deinen eigenen Hochspannungsmast, oh, verzeihung. Ja. Mindegyik mondja, hogy persze. Ja, natürlich. És ezt a többi, ez szép. Und das andere ist schön. És vannak ateista vendégeim is. Ich habe auch atheistische Gäste. Materialisták. Materialisten. Mindenféle. Alle möglichen. Mert én mindenféle emberrel barátkozom. Aber ich habe viele Freunde aus verschiedenen Richtungen. Mert sok bizonyságot akarok tenni. Weil ich kann ihnen auf gute Art und Weise Zeugnis geben. És őket is meghívom magamhoz. Und dann lade ich sie auch zu mir ein. És akkor mindig úgy teszek, mintha csodálkoznék. Und dann tue ich immer so, als würde ich mich wundern. Na hát, hogy te az csúnyának találod az erdőt meg szépnek. Du, wirklich, du hältst das für hässlich und den Wald für schön. De miért? Ah, warum? És akkor mindig néznek rám, mintha én hülye lennék. Und dann gucken sie mich immer an, als wenn ich bescheuert wäre. Hogy szerintem az is szép. Ob ich wirklich denke, dass das schön ist. És akkor én mindig csak mondom nekik. Und dann sag ich ihnen immer. Minden, amit itt látsz, azt Isten alkotta. Alles, was du hier siehst, hat Gott geschaffen. Az egyetlen, amit az emberek csináltak, az az. Das Einzige, was die Menschen gemacht haben, ist das. És ez azért nagyon tanulságos. Und es ist deswegen, hat deswegen eine große Lehre in sich. Mert figyeljétek meg, hogy az Istennek a világában óriási rendezettség van. Weil ihr solltet darauf achten, dass in der Welt, die Gott geschaffen hat, eine große Ordnung herrscht. De mindig rugalmas és élő. Aber sie ist immer flexibel und lebendig. Minden tölgyfának meg lehet ismerni a leveléről, hogy tölgy. Wir können jede Eiche daran bestimmen, wie ihre Blätter aussehen. De nincs két egyforma tölgyfa a világon. Aber es gibt auf der ganzen Welt keine zwei gleichen Eichenbäume. És nincs két egyforma tölgyfa levél sem a világon. Es gibt auf der Welt nicht mal zwei gleiche Eichenbaumblätter. Egyszerre van benne élet és rugalmasság és folyékonyság. Es gibt gleichzeitig Flexibilität, Lebendigkeit und so eine Anpassungsfähigkeit. És közben óriási rend. Und trotzdem eine riesige Ordnung. Amikor egy ember mozog, wenn ein Mensch sich bewegt, az rugalmas. Das ist immer flexibel. Amikor a filmekben egy robotot akarnak ábrázolni. Und wenn sie in den Filmen einen Roboter zeigen wollen. Azt mindig úgy ábrázolják, hogy ilyen szögletesen mozog. Dann zeigen sie das immer so, dass er sich so eckig und kantig bewegt. Arról ismerjük meg, hogy robot. Daher verstehen wir, dass das ein Roboter ist. Lehet, hogy lesznek majd nagyon ruganyosan mozgó robotok is. Kann sein, dass es später einmal sehr weich sich bewegende Roboter auch geben wird. De mégis ebben benne van az, hogy mi is tudjuk azt. Aber darin steckt auch das, dass wir wissen, hogy amikor az ember alkot rendet, dass wenn der Mensch eine Ordnung schafft, az mindig merev, dass sie immer statisch und starr ist. Az
Azért, mert mi nem vagyunk Isten. Und es ist deswegen so, weil wir nicht Gott sind. A városban azt látod, amit az emberek alkotnak. In der Stadt kannst du sehen, was die Menschen erschaffen. Abban is tud lenni szépség. Auch darin kann Schönheit existieren. De amikor az emberek kimennek a természetbe, aber wenn die Menschen in die Natur gehen, még az ateisták is, ateista családok is kimennek a természetbe kirándulni. Auch die Atheisten, auch atheistische Familien gehen in die Natur einen Ausflug machen. És ott megnyugszanak és jól érzik magukat. Und sie können da entspannen und sich gut fühlen. A lelkük így ellazul. Ihre Seele wird wieder sich entspannen. És ők nem tudják. Und sie wissen nicht. Hogy ez azért van, dass es deswegen so ist, mert a szellemük ilyenkor, weil ihr Geist in diesem Moment, a szemükön keresztül, durch ihre Augen, Isten teremtésének a bölcsességét érzékeli. Weil ihr Geist die Weisheit Gottes durch die Augen wahrnimmt an dem, was sie sehen in der Schöpfung. Lehet, hogy nem tudják, hogy Isten van. Vielleicht wissen sie nicht, dass Gott existiert. Lehet, hogy nem gondolják, hogy az egész természet mögött Isten természete áll. Vielleicht glauben sie nicht und denken sie nicht, dass hinter dem ganzen Geschaffenen, hinter der Schöpfung Gott steht. A fejük nem tudja. Ihr Verstand weiß es nicht. De a szívük érzi. Aber ihr Herz fühlt es. Éreznek békességet. Und sie fühlen Frieden. Nyugalmat. Ruhe. Örömöt, Freude, kedvességet, Freundlichkeit, mindenféle szép színes bogarak röpködnek, viele kleine bunten Käfer fliegen umher, virágok, Blumen, de még a vihar is gyönyörű. Aber selbst der Sturm ist wunderschön. A természetben minden időjárás szép. In der Natur ist jedes Wetter schön. A köd is gyönyörű. Auch Nebel. Novemberi köcitálás is gyönyörű. Köcitálás, ez mit tudom. Ami a városban legundorítóbb. So Nebelschleier sind auch wunderschön. Amikor a városban vagyunk, wenn wir in der Stadt sind, az megy be a szemünkön, dann geht durch unsere Augen hinein, amit az emberek csináltak, was die Menschen hervorgebracht haben. És akkor belül a lelkünk is olyan lesz. Und dann wird im Inneren auch unsere Seele so. És azért minden ember vallástól való függetlenül. Und deswegen ist es bei jedem Menschen unabhängig von der Religion so. Időnként vágyat érez, hogy kimenjen. Dass er von Zeit zu Zeit innerlich diesen Drang verspürt, rauszugehen. És nem tudja, de a szelleme ilyenkor Istenről kap egy látást. Und er weiß es nicht, aber sein Geist bekommt in diesen Augenblicken, wo er dann draußen ist, von Gott eine Sicht. És anélkül, hogy tudná, békesség, öröm, kedvesség, nyugalom jön a bensejébe. Und in diesen Momenten, vollkommen unabhängig davon, ob sie es verstehen, ob nicht, kommt in ihrem Inneren eine Ruhe, ein Frieden hervor. Van egy francia Chef, barátom, egy Michelin csillagos francia chef. Ich habe einen Freund in Frankreich, er ist ein Koch mit einem Michelin-Stern. Franciaként nagyon ateista. Er ist als Franzose ein Riesenatheist. Megszoktuk egymást hívni, és akkor hol ő fősz, hol én. Und dann laden wir uns gegenseitig ein und manchmal kocht er, manchmal koche ich. És a múltkor mondtam neki, hogy a rozmarinnak az illata. Und dann habe ich mit ihm über den Geruch von Rosmarin gesprochen. Hogy ő mint chef. Das, wie er als Sternekoch. Michelin csillag. Als Michelin Sternkoch. Ő meg tudta volna álmodni, vagy ki tudta volna találni a rozmarin illatát? Hätte er den als Michelin Koch den Geruch von Rosmarin erfinden können? Mondta, hogy soha. Niemals. Mondtam, hogy akkor van Isten. Ich gesagt, dann gibt's Gott. Miféle lény az? Was für ein Wesen ist es?
aki kitalálta a rozmaring illatát. Der den Geruch von Rosmarin erfunden hat. Milyen fantasztikus szíve van annak a lénynek. Was für ein wunderbares Herz hat diese Person. Mekkora szeretet van abban a lényben. Was für eine Liebe steckt in dieser Person. Milyen fantáziája van. Was für eine Fantasie hat diese Person. Hogy arra gondolt. Und hat mir darüber nachgedacht. Fognak enni ezek az emberek. Er hat sich das gedacht, die Menschen werden dann essen. Ne legyen nekik unalmas az ételük. Und ihre Speise soll nicht langweilig sein. És kitalálta a rozmaring illatát. Und dann hat den Duft von Rosmarin erfunden. Úgy el tudom képzelni, hogy utána egész betüzesedett. Fellángolt. Und ich kann mir vorstellen, dass nachdem er das vollbracht hatte, er innerlich erfreut war darüber. És azt mondta, hogy kitalálok ilyet még. Und dann, sowas werde ich mir nochmal ausdenken. És akkor kitalálta a zsáját, szalvia. Und dann hat Salbei sich ausgedacht. Aztán kitalálta a körit. Und dann hat Curry sich ausgedacht. Levendulát. Und Lavendel. És egy csomó minden. Und eine Menge. Csak illatokat. Nur Gerüche. És kidolgozta. Und hat die ausgearbeitet. Látszik, hogy élvezettel csinálta az egészet. Und wir können sehen, dass Gott das Ganze leidenschaftlich und als Genuss gemacht hat. Das war auch für ihn ein Genuss. Élvezettel teremtett. Er hat das freudig gemacht. Keresztények is kiszoktak jönni hozzám. Auch Christen kommen manchmal zu mir nach draußen. Van egy ilyen kis bogár, úgy hívják, hogy rózsabogár. Es gibt einen kleinen Käfer, der heißt Rosenkäfer. Ilyen gyönyörű, szép, gyöngyház színű, zöld és lilába, egy ilyen színjátszós. Nem? A színe. Er hat so ein wunderbares, muschelhäuschenförmiges, schimmerndes, grün-lila... Kleid. Vagy lepkék. Oder guck dir die Schmetterlinge an. Múltkor kim volt nálam egy testvér. Vor kurzem war bei mir ein Bruder draußen. Aztán odaszállt egy ilyen. Und dann kam so ein Ding angeflogen. Mondja a testvér, ő is városi ember. Sagt der Bruder auch, er ist ein echter Städter. Ja, rá is ült egy lepke. Ein Schmetterling hat sich auf ihm niedergelassen. És szivogatta az izzadságát. Ach, er hat den Schweiß gerochen, okay. Testvér teljesen mondta, jaj, de aranyos. Und der Bruder hat gesagt, wie niedlich. És milyen gyönyörű. Und wie wunderschön. És mondom, Isten eredetileg ezt kipróbálta, hogy az Ádámnak nem jó-e feleségnek. Und habe ich ihm gesagt, Gott hat ursprünglich, als es geschaffen hat, ausprobiert, wird der Schmetterling nicht vielleicht für Adam als Ehefrau in Frage kommen? De Adam nem érezte úgy, hogy az egyedülléte ettől megszűnik. Aber Adam hatte nicht das Empfinden dabei, dass sein Alleinsein durch die Gemeinschaft mit dem Schmetterling beendet werden könnte. Úgyhogy végül is nem a lepkét vette el feleségül. Und deswegen hat schlussendlich auch nicht den Schmetterling als Ehefrau genommen. Bár azt gondolom, már csak napok kérdése, hogy valaki elvegyen egy lepkét feleségül. Obwohl ich glaube, das ist vielleicht nur noch die Frage von Tagen, bis wir auch die Schmetterlingsliebhaber im Bundestag irgendwie durchkriegen. Még az se biztos, hogy nőstény lepkét. Ist auch nicht mal sicher, ob die Schmetterlinge nun als Frau gelten können vor dem Gesetz. De remélem, hogy nem a keresztények közül lesz egy. Aber ich hoffe, dass unter den Christen sich dafür niemand finden wird. De minden esetre a lepkék meg a bogarak kitalálásánál is. Aber auch bei der Schöpfung von Schmetterlingen und Käfern können wir sehen. Látszik, hogy Isten nagyon nagy élvezettel dolgozott. Dass Gott das genossen hat, das ausarbeiten zu können. És humorral. Und er hatte Humor dabei. Rengeteg nagyon vicces dolog is van. Es gibt sehr viele lustige Dinge. Ezt azért mondom, und das sage ich deswegen, mert a teremtés az nem csak egy munka, weil die Schöpfung nicht nur eine Arbeit ist, nicht nur ein Werk,
Főleg a protestánsok hajlamosak arra, vor allem die Protestanten neigen dazu, hogy mindent csak a hasznosság és a célszerűség szempontjából nézzenek. Dass sie versuchen alles daran zu bemessen, wie zielgerichtet und wie nützlich es ist. De a teremtés az arra tanít bennünket, aber die Schöpfung lehrt uns dazu, hogy az Isten folyamatosan élvezi is, amit csinál. Dass Gott kontinuierlich auch das genießt, was er tut. Ő nem egy rabszolga. Er ist kein Sklave. Nem is gépeket teremt. Er hat auch keine Maschinen hervorgebracht. Nem csak az érdekli, hogy hasznos legyen és célszerű. Ihn interessiert nicht nur, ob etwas zielgerichtet und nützlich ist. A természet tele van célszerűtlen dolgokkal. Sondern die Natur, sehen wir, ist voll von nicht zielgerichteten Dingen. Nem igaz, hogy a virágok csak azért színesek, hogy a méhek megtalálják őket. Es ist nicht wahr, dass die Blumen nur deswegen bunt sind, damit die Bienen sie finden können. Ahhoz elég lett volna ilyen, mondjuk sárga korongokat tenni mindegyik virágra. Dazu wäre es ja ausreichend gewesen, auf jede Blume einfach, sagen wir, orange Punkte drauf zu machen. Másik virágra meg zöld vagy piros korongokat. Und auf andere vielleicht rote. De az, hogy egy virágnak ilyen különleges csipkés szirmai legyenek. Aber dazu, dass jede einzelne Blume besondere Blütenform hat. Nek belül ilyen erezete legyen. Und im Inneren ilyen színes kapillárisok. Ja, so kleine bunte Kapillaren hat. Dankeschön. Arra a méheknek semmi szükségük. Oh, das ist für die Bienen vollkommen nutzlos. Die brauchen das gar nicht. Jézus azt mondta, hogy azt szeret engem, aki megtartja az én parancsaimat. Jézus hat gesagt, der liebt mich, der meine Gebote hält. De a keresztények nem tartják meg Jézusnak minden parancsát. Aber die Christen halten sich nicht an alle Gebote Jesu. Mert van egy olyan parancs is, es gibt solch ein Gebot, hogy nézd meg a mezők liliomait. Sieh dir die Lilien des Feldes an. Hányan vannak köztetek, akik kimentek, engedelmeskedtek ennek a parancsnak, mint jó protestánsok? Wie viele von euch gab es, die als gute Protestanten diesem Gebot gehorcht haben und rausgegangen sind? Lehasaltak és megnézték a mezők liliomait. Und ihr euch niedergebeugt habt und die Lilien des Feldes bestaunt habt. Nézd meg közelről. Aber schau sie dir von der Nähe an. Azt mondja Jézus, hogy így öltöztet bennünket Isten. Jesus sagt, so hat Gott uns angezogen und bekleidet. Én nem ismernék olyan ruhát fölvenni egyelőre. Ich würde mich nicht mal trauen, solch ein Gewand anzuziehen. Ebben a protestáns nyugati világban. In dieser protestantischen oder protestantisch geprägten westlichen Welt. Őrültnek néznének. Würden mich die Menschen als verrückt anschauen. De nézd meg a közel-keleti embereket. A közel-kelet. Aber schau dir mal im Nahen Osten an, wie die Leute rumlaufen. Na, tehát azt akarom mondani, mert az időnk megy. Ich möchte das sagen, weil die Zeit läuft. Aha, jó. Hogy azt akarom mondani, hogy az Isten rendje másmilyen, mint az emberek rendje. Ich möchte damit ausdrücken, dass die Ordnung Gottes anders ist als die menschliche Ordnung. Mert az emberek által létrehozott rendek nem rugalmasak. Weil die Ordnungen, die Menschen hervorbringen, sind nicht flexibel. Mindig van bennük egy gépszerűség. Es gibt immer eine gewisse eine Maschinenartigkeit. Amikor például egy vállalati szervezetet fölépítünk, zum Beispiel, wenn wir eine Firma aufbauen, állandóan beleütközik életszerűtlenségekbe. Dann kommen wir immer in diese Ungereimtheiten des Lebens hinein. Munkahelyén mindenki érzékeli ezt. Am Arbeitsplatz empfindet das jeder von uns. Hogy a rendszer sohasem teljesen tud együttműködni rugalmasan az élettel. Dass das System nie auf völlige Art und Weise mit dem Leben mitwirken kann. Az államban is lehet érezni ezt. Auch beim Staat kann man das fühlen. Hogy mindig vannak benne életszerűtlen elemek. Dass es immer solche Dinge und Elemente im Staatswesen gibt, die dem Leben widersprechen. És amikor az ember ezekbe beleütközik, und wenn der Mensch sich daran stößt, fájdalmak
érik az embert. Dann durchlebt der Mensch Schmerz. Ha mondjuk én a gyerekemhez sietek a kórházba, wenn ich zu meinem Kind ins Krankenhaus renne, közben kicsit átlépem a sebességet, vagy átsuhanok pont a sárga és a piros határán. Und ich fahre über die Kreuzung gerade so zwischen gelb und rot drüber. Hiába überhöhter Geschwindigkeit. Hiába mondom a rendőrnek, hogy a gyerekemhez kell sietnem a kórházba. Dann sage ich dem Polizisten doch umsonst. Ja, ich muss zu meinem Kind ins Krankenhaus rasen. De az is lehet, hogyha mondom neki. Aber es kann auch sein, dass wenn ich es ihm sage. Akkor azt mondja, na jó van, menjen. Dass er sagt, okay, fahr weiter. De akkor ő emberként viselkedett, és nem az államgépezet tagjaként. Aber dann hat er sich als Mensch verhalten und nicht als ein Teil, Bestandteil des staatlichen Systems. Tulajdonképpen megsértette a kedvemért az állami rendet. Sondern er hat auf eine gewisse Art und Weise mir zuliebe die staatliche Ordnung verletzt. És ez neki egy nehéz döntés. Und es ist für ihn eine schwierige Entscheidung. Mert lehet, hogy úgy kellene dönteni, hogy nem sérti meg. Weil vielleicht müsste man so Polizist sein, dass man das nie verletzt. És akkor megbüntet engem, mert én a gyerekemhez siettem a kórházba. Und dann würde er mir einen Strafzettel verpassen, weil ich zu meinem Kind ins Krankenhaus gerast bin. Az Isten rendje mindig életszerű. Aber die Ordnung Gottes ist immer dem Leben angepasst. A fa gyökere megy lefelé. Die Wurzel des Baumes geht nach unten. Találkozik egy kavicssal. Trifft auf einen Felsen. Szépen kikerüli. Und wächst dann einfach drumherum. Az emberi rend nem tud ennyire életszerű és ruganyos lenni. Aber die menschliche Ordnung kann sich nicht so auf diese Art und Weise ans Leben anpassen. A másik, amit a teremtésből meg lehet érteni, hogy az Istennek a rendje. Das andere, was wir verstehen können aus der Schöpfung, ist, dass die Ordnung Gottes az tartalmazza a létezésnek ezt az élvezetét. Dass sie diese Genießbarkeit der Existenz beinhaltet. Tele van, diese Freude daran. Tele van vidámsággal, humorral, érzéssel, játékossággal. Sie ist voll von diesem spielerischen, humorvollen, freudigen Wesen. Kreativitással. Voller Kreativität. Isten csinálta volna azt is, hogy mi csupa ilyen tablettákat tegyünk egész életünkben. Gott hätte das auch machen können, dass wir einfach solche Tabletten sind, unser ganzes Leben lang. Minden benne lenne, ami kell. Dass wir uns von Tabletten ernähren, Verzeihung. Unser ganzes Leben lang. Alles ist in diesen Tabletten drin, was wir brauchen. De akkor sose éreznénk a rozmarin aromáját és illatát. Aber dann würden wir das Aroma und den Geruch von Rosmarin unser ganzes Leben lang missen. Isten viszont boldogan kitalálta a rozmaringot és az összes többi fűszernövényt. Aber Gott hat mit großer Freude Rosmarin und die ganzen anderen Gewürze erschaffen, um eben diese Vielfaltigkeit hervorzubringen. Illatokat talált ki. Er hat Gerüche sich ausgedacht. Színeket. Farben. Madarak dalát. Ja, das Lied von Vögeln. A fülemüle. Die Nachtigall. Soha nem énekli el kétszer egymás után ugyanazt. Singt niemals zweimal hintereinander das gleiche. Hármas hangzatokat, akkordokat tud énekelni egy torokkal. Sie kann mit einer, aus einer Kehle solche drei Klänge singen. Szabályos, harmonikus akkordot. Und das sind regelkonforme drei Klänge. Május elejétől június közepéig az egész éjszakát is végig énekli. Von Anfang Mai bis Mitte Juni singt sie jede Nacht durch. És soha nem ismétli önmagát. Und sie wiederholt sich nie. Mindig újat énekel. Sie singt immer wieder Neues. Mindig új hangokat talál ki, új elemeket is kitalál. Sie singt immer wieder neue Stimmen und neue Elemente fließen in ihren Gesang ein. És én tudatlanul. Und ich mit meiner Unwissenheit. Azt hittem, hogy ezt azért csinálja, mert udvarol. Und habe immer gedacht, sie macht es deswegen, weil sie balzt. Ki is ültem éjszaka a gitárommal a lépcsőre. Und ich habe mich nachts mit meiner Gitarre rausgesetzt auf die Stufen. És
kísértem a dalát. Und ich versuche ihre Melodie zu begleiten. Mert gondoltam, segítek neki, hogy a lányt megszerezze. Weil ich dachte, ich werde dir ein bisschen nachhelfen, tatsächlich auch zu landen bei ihrem Balzpartner. Őszintén mondom, úgy érzem, hogy a fülemüle örült neki és élvezte. Und ich sage das ganz ehrlich, ich hatte das Empfinden, dass die Nachtigall sich darüber gefreut hat und es genossen hat. Komolyan, mert wirklich? Még lelkesebben énekelt. Weil sie hat noch leidenschaftlicher gesungen. Nagyon jól éreztük magunkat. Wir haben uns sehr gut gefühlt zusammen. De aztán kaptam egy nagyon nagy tanítást a természettől. Aber dann habe ich eine große Lehre von der Natur bekommen. Mert a végén elővettem egy könyvet. Weil am Ende habe ich ein Buch hervorgenommen. És utána néztem. Und ich habe nachgeschlagen. És kiderült, hogy nem azért énekel, mert udvarol. Und ich habe gelernt, dass sie nicht deswegen singt, weil sie balzt. Annál sokkal szebb dologról van szó. Sondern es geht um eine viel schönere Sache als dies. Akkor énekel, sie singt dann, amíg a felesége a tojásokat költi. Also sie singt so lange, wie das Weibchen die Eier ausbrütet. Monogam. Sie ist monogam. És amikor a felesége nem tud elmozdulni a tojásokról, und wenn das Weibchen wegen der Eier nicht aufstehen kann und sich nicht bewegen kann, akkor szórakoztatja. Dann fängt die männliche Nachtigall an zu singen. Másfél hónapig, anderthalb Monate lang tut sie das. Naponta kétszer-háromszor fél órát alszik csak. Sie schläft jeden Tag nur zwei, dreimal für eine halbe Stunde. Azon kívül nappal is, éjjel is énekel. Und ansonsten singt sie Tag für Tag, Nacht für Nacht. Aztán elrepülnek Afrikába. Und dann fliegen télen. Sie nach Afrika im Winter. Ott nem költenek. Da singen sie gar nicht. Ekkora madárról van szó. Da legen sie keine Eier. Ja. Ekkora madárról van szó. Es geht um solch ein kleines Vögelchen. És aztán visszarepülnek ide. Und dann fliegen sie zurück zu uns. És ott találkozik a feleségével, abban a facsoportban, ahonnan elmentek ősszel. Und dann trifft sich das Männchen mit seinem Weibchen in der Baumkrone wieder, wo sie sich im Herbst gegenseitig verlassen haben. Ha mindketten életben vannak, und wenn sie beide noch am Leben sind, akkor ugyanaz a felesége a következő évben is. Dann ist das Weibchen auch für das nächste Jahr seine Frau. Ott költenek. Und sie brüten. És aztán ő megint az egész költési időszakot végigénekli. Und wieder die ganze Brutzeit hindurch wird ihr singen von Anfang bis zum Ende. És soha nem ismétli önmagát. Und wiederholt sich kein einziges Mal. És még azt is írták a könyvben, und sie haben in dem Buch auch noch das hingeschrieben, hogy tanul énekelni, dass sie das Singen erlernen, amikor egy ligetben van egy különlegesen jól éneklő hím, dass wenn es in einem Park ein besonders gut singendes Männchen gibt, akkor a többi hímek eltanulnak tőle trükköket, meg motivumokat. Dann erlernen die anderen Männchen im Park von ihm gewisse Melodien und Tricks und Kniffe. És az egész közösségnek megemelkedik az éneklési színvonala. Und die Qualität des Gesangs der ganzen Männchengemeinschaft dieses Parks wird angehoben. Vannak alacsony szintű eneklő fülemüle közösségek. Es gibt solche Gemeinschaften von Nachtigallen, die auf einem eher niedrigeren Level singen. De ahol csak egy ilyen tehetség is jön. Aber wenn dann nur ein so ein talentiertes Männchen ankommt, az fölhúzza az egész közösséget. Zieht es die ganze Gemeinschaft hoch. Ezt Isten alkotta így. Das hat Gott so geschaffen. Ez nem mind célszerű. Das ist überhaupt nicht zielgerichtet. Te se szoktál minden éjjel énekelni a feleségednek, amikor ő föl kell szoptatni. Wenn deine Frau nachts aufsteht, um das Kind zu stillen, singst du ihr dann die ganze Nacht? Lehet anélkül is. Nein, es funktioniert auch ohne, dass du singst. Ezek nem célszerű dolgok. Das sind nicht zielgerichtete Dinge. Ebben mind Istennek az öröme, békessége, szeretete, nyugalma fejeződik ki.
sondern darin wird die Freude, die Ruhe, der Frieden, die Freundlichkeit Gottes ausgedrückt. Fantáziája. Seine Fantasie. Kreativitása. Seine Kreativität. Játékossága. Seine spielerische Seite. Példabeszédek 8. In Sprüche 8. Leírja, ott beszél egyes szám első szemében önmagáról a teremtő bölcsesség. Spricht die in Sprüche 8 spricht die sich selbst als Weisheit offenbarende die Person, die die ganze Welt geschaffen hat. A megtestesülés előtti Messiás. Der Messias vor der Fleischwerdung. A Logos. Das Logos. Az ige, aki által minden lett. Das Wort, durch das alles geschaffen wurde. Aki végül emberi testben megjelent ezen a földön a názáreti Jézusban. Der schließlich im Leib als Jesus von Nazareth auf der Erde erschienen ist. És ott egy helyen azt mondja, hogy esetleg meg is nézhetjük, az kellene, hogy mellette voltam, mint kézműves. Und wir können es auch vorlesen, das ist in Sprüche 8:30, da war ich Werkmeister bei ihm. Azt föl is olvashatod, hát ott csak olvast föl, csak te, meg idáig. Ja. Sprüche 8, Vers 30, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Und nun, ihr Söhne, hört auf mich, wohl denen, die meine Wege bewahren. Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet und verwerft sie nicht. Nem tudom, hogy a németben hogy fordítják, amit a Károli a magyarban kézművesnek. Ich weiß nicht, wie sie im Deutschen dieses Wort übersetzen, was Károli Gáspár in der ungarischen Übersetzung als Handwerksmeister übersetzt. Werksmeister. Valami ilyesmi. Valaki, aki, ja. Werksmeister. A héber szónak két jelentése van. Das hebräische Wort, was hier für Werksmeister steht, hat zwei Bedeutungen. Egy szójáték. Sein Wortspiel. Már ez is érdekes, hogy szójáték, tehát szándékosan két jelentésű szó. Aber das ist schon interessant, dass darin ein Wortspiel steckt, dass Gott extra zwei verschiedene Bedeutungen eines Wortes nutzt. Az egyik jelentése az, hogy alapot építő építőmester. Und die eine Bedeutung ist jemand, der ein Fundament legt, eine Grundlage setzt als ein Baumeister. A másik jelentése ugyanennek a szónak pedig az, hogy dajkált fiú. Und das andere Wort bedeutet so viel wie geliebter und umhätschelter Sohn. A dajkált, tehát hogy karban fenntartott fenntartott fiúgyermek. Solch ein Kind, was auf den Armen getragen, nah an der Brust getragen wird, solch ein Kind. És mert a szónak az alapjelentése az a megtart, a fenntart. Und die Grundbedeutung dieses Wortes Werkmeisters bedeutet jemand etwas, was getragen wird, etwas, was trägt. Ahogy az alap tartja az épületet. So wie das Fundament des Gebäudes trägt. És a szó azt is jelenti, hogy alapot építő építőmester. Und wie das Wort eben bedeutet, dass es solch einen Baumeister gibt, der solch ein tragendes Fundament baut. Meg azt is jelenti, hogy dajkált, fenntartott, tartott fiú. Bedeutet das auch gleichzeitig solch ein getragenes, am Herzen getragenes, geliebtes Kind. Ezért mondja János evangélium első fejezete. Und deswegen sagt Johannes 1, ahol azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, a logos. Das im Anfang war das Wort, Logos. Ez a bölcsesség. Und das ist die Weisheit, die hier spricht in Sprüche 8. És minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Und alles ist durch es geschaffen und nichts, was geschaffen ist, ist ohne es geschaffen. Mert ő a világ mindenség, a létezés építőmestere. Denn er ist der Baumeister des Universums. Azért fordítja Károli kézművesnek, vagy nálatok pedig annak.
Deswegen wird es bei uns als Werkmeister wiedergegeben. De ugyanez a szó a héberben dajkált fiút is jelent. Aber das gleiche Wort bedeutet im Hebräischen ein auf dem Arm getragenes geliebtes Kind. Ezt a szójátékot nem lehet lefordítani semmilyen nyelvre. In keiner Sprache, keiner anderen Sprache kann man dieses Wortspiel richtig wiedergeben. Csak külön magyarázattal. Sondern nur mit einer extra Erklärung. És ezért mondja a János az első fejezetben. Und deswegen sagt Johannes im ersten Kapitel. Hogy az Istent soha senki nem látta, dass Gott niemand jemals gesehen hat, hanem az egyszülött fiú, sondern der eingeborene Sohn, aki az atya ölében van, der im Schoß des Vaters ist, tehát ez a dajkált fiú, dieser a fenntartott fiú, kind, der, das Kind, was aufrecht, was getragen wird, mutatta meg őt. Er zeigt und offenbart den Vater. És a, úgy folytatódik, ha megnézitek a példabeszédek 8-ban ez a rész. Und in Sprüche 8 geht dieser Abschnitt dann so weiter. Hogy azt mondja a bölcsesség, hogy én, mint dajkált fiú és alapot építő építőmester, dass ich als Werkmeister und als im Arm getragenes geliebtes Kind und Sohn, mellette voltam Isten mellett minden időben, neben Gott die ganze Zeit war, és gyönyörűsége voltam minden nap, und ich hatte meine Wonne jeden Tag, játszva ő előtte az ő földének kerekségén, indem ich auf dem Erdkreis vor ihm spielte. És kétszer is szerepel itt az a szó, hogy játék. Und hier kommt zweimal dieses Wort vor spielen. Az a szó, itt ott is szerepel? Igen. Az a szó, ami a héberben a játékot jelenti. Oder Freude steht bei uns, hat Nahlung örröm. Örröm. Pedig a héberben játék van. Aber spielte, also in der Elberfelder steht, Elberfelder spielte, és Schlachter akkor örröm. Aber im Hebräischen steht hier spielen. Az is érdekes, hogy valaki miért nem merte játéknak fordítani. Es ist auch interessant, warum jemand sich nicht getraut hat, es halt spielen wiederzugeben. Én 1994 óta folyamatosan foglalkozom bibliafordítással. Ich beschäftige mich seit 1994 kontinuierlich mit Bibelübersetzungen. És teljes meggyőződésre jutottam arról. Und ich habe eine völlige Überzeugung davon erlangt. Hogy attól függően, hogy valakinek milyen a teológiai beállítottsága. Dass davon abhängig, wie jemandes Theologie aufgestellt ist. Bizonyos dolgokat nem mer lefordítani. Er oder sie gewisse Dinge sich nicht wagt zu übersetzen. És finomítja. Und dann fangen sie an, das so ein bisschen runter zu schleifen. Néha pont azzal hát kiheréli, kasztrálja. Aber manchmal wird genau dadurch die Sache außer Kraft gesetzt. Mert itt a Héberben kétszer is szerepel az a szó, hogy játszik. Weil hier im Hebräischen zweimal dieses Wort auftaucht, spielt. És kétszer is szerepel az a szó, hogy gyönyörűség. Und zweimal auch dieses Wort Wonne. Ebben a gyakorlatilag egy-két mondatban kétszer a játék és kétszer a gyönyörűség. Hier in diesen kurzen Versabschnitten finden wir zweimal das Wort spielen und zweimal das Wort Wonne. A héber játék szó. Und das hebräische Wort für spielen. Az jelent szórakozást is. Bedeutet auch Freizeit. Sportot. Sport. A gyönyörűség. Und das Wort Wonne. Jelent élvezetet. Genuss und genießen. Tetszést. Gefallen haben an etwas. Kellemességet. Angenehm sein. Tehát a teremtő logos. Und das schöpfende Logos. Aki az egész teremtett világot alkotta, das die ganze erschaffene Welt hervorgebracht hat, az egész teremtő tevékenységére, hat in seinem Schaffen, im Schaffen, jellemző a játékosság, das im Schaffen die ganze Zeit auf eine gewisse Art und Weise spielerisch geschaffen. Merném mondani, hogy a szórakozás, hat es genossen, und das war eine Art Freizeitbeschäftigung. És az élvezet. Und hatte Spaß und Freude daran.
A gyönyörűség. Ez van wunderschön. Ez nagy megbotránkozás a kalvinizmus számára. Ez ein großer Stein des Anstoßes für den Calvinismus. Egy kicsit kisebb megbotránkozás a lutheranizmus számára. Ein bisschen geringfügiger kleiner Anstoß für die Lutheraner. Még egy kicsit kisebb megbotránkozás a katolicizmus számára. Noch ein bisschen kleiner gehaltener Anstoß für die Katholiken. És egyáltalán nem megbotránkozás a zsidóság számára. Und fürs Judentum überhaupt keinen Anstoß. Nézd meg a természetet. Schau dir die Natur an. És látod, hogy a gyönyörű szép ékes rendezettsége. Und du wirst sehen, dass diese wunderschöne Ordnung, die besteht, óriási fegyelem is van benne, eine riesige züchtigende Kraft in der Wohnung hat. A nap élteti az egész földi életet. Die Sonne erhält das gesamte irdische Leben am Leben. De pontosabban kelést nyugszik, még a németeknél is. Aber sie steht pünktlicher auf und geht pünktlicher zur Ruhe als die Deutschen selbst. És kiszámolhatod másodpercre pontosan, évekre előre, év századokra előre, hogy mikor fog fölkelni és lenyugodni. Und du kannst über Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte hinaus im Vorhinein bestimmen, wann sie aufgehen wird und wann sie wieder untergehen wird. Lehet rá számítani. Man kann sich drauf verlassen. Martin Heidegger feltette azt a kérdést. Hat diese Frage gestellt. Nem tudom németül, hogy van. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Én sem. Hogy miért van valami, miért nincs inkább semmi? Warum gibt es etwas, warum nicht vielleicht nichts? Warum nicht lieber nichts? Vagyis másképp ezt úgy szokták mondani, hogy mi a létezés értelme? Und mit anderen Worten ausgedrückt, was ist das Ziel und der Zweck der Existenz? A legtöbb ember, amikor bajba van, föl szokta tenni azt a kérdést. Die meisten Menschen, wenn sie tief in Probleme stecken, bringen diese Frage auf. Hogy az ő életének mi az értelme? Was ist jetzt das Ziel meines Lebens? Was ist der Zweck meines Lebens? De azt már csak a filozófusok szokták föltenni. Aber nur die Philosophen stellen eine andere Frage. Hogy az egész létezésnek mi az értelme? Was ist der Zweck und das Ziel der ganzen, von all dem, was ist? Erre a teológusok rávágják a válaszukat, hogy Isten. Und die Theologen geben darauf die Antwort, Gott. De én filozófus is vagyok, nem csak teológus. Aber ich bin auch Philosoph und nicht nur Theologe. Úgyhogy én saját magammal vitatkozom. Und deswegen führe ich diese Diskussion mit mir selbst. És én erre magamnak azt válaszoltam, magamnak, mint teológusnak azt válaszoltam. Und ich habe mir selbst als Theologe folgende Antwort dann gegeben. Ne hazudozzál. Lüge nicht. Isten is létezik. Gott existiert auch. Az ő létezésének mi az értelme? Was ist der Zweck seiner Existenz? Ha az Isten... Most bocsássatok meg nekem, jetzt, bitte, vergib mir, hogy körülbelül 3 vagy 4 mondat erejéig, dass ich in ungefähr 3 oder 4 Sätzen most filozófiát fogok mondani, Philosophie sagen werde. Ha az Isten létezésének az értelme ő rajta kívül van, wenn der Zweck und das Ziel der Existenz Gottes außerhalb seiner Person liegt, tehát ha Isten valami másért létezik, wenn mint Gott, önmaga. Wenn Gott also jemand oder etwas anders willen, als sich selbst existiert. Mert általában a dolgok értelme az rajtuk kívül szokott lenni, valami cél, amiért vannak. Weil meistens das Ziel oder der Zweck, warum jemand existiert, außerhalb der Person selbst liegt. Ha Isten létezésének az értelme
Az valami őrajta kívül lévő dolog. Wenn also der Grund und der Zweck der Existenz Gottes außerhalb seiner Person liegt, akkor az lenne az Isten, dann wäre das, diese Sache, um deren Willen Gott existiert, Gott. Mert ő lenne az Istennek az Istene. Weil diese Person wäre der Gott Gottes. De a filozófus már is megkérdezhetné, hogy na és annak mi az értelme? Und dann könnte der Philosoph sofort weitergehen und sagen, und dessen Gott ist dann wer? És ez így menne a végtelenségig. Und es würde so unendlich weitergehen. Ezt úgy hívják, hogy végtelen regresszus a filozófiában. Und in der Philosophie nennen sie das unendlicher Regress. És ezért biztos, hogy az Isten létezésének az értelme önmagában van. Und deswegen ist es sicher, dass der Zweck und das Ziel der Existenz Gottes in ihm selbst liegt. És akkor azt kell feltenni a kérdést, hogy ő miért van? Und dann müssen wir die Frage stellen, also warum existiert er dann? És erre a választ a Biblia úgy adja meg, und darauf gibt die Bibel folgende Antwort. Hogy Pál egy helyen úgy fogalmaz, Paulus drückt es an einem Ort so aus, hogy az evangélium, amit hirdetünk, dass das Evangelium, was wir verkündigen, az a boldog Isten dicsőségének az evangéliuma. Das ist das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes ist. Vagyis, hogy Isten boldog. Oder auch, dass Gott glückselig ist. Ennek a boldogságnak van egy ragyogása. Und diese Glücklichkeit, diese Glückseligkeit hat eine Ausstrahlung. Dicsősége. Eine Herrlichkeit. Ragyog a boldogságtól Isten. Von diesem Glücklichsein strahlt Gott. Ebből teremt. Daraus kommt die Schöpfung hervor. És nagyon érdekes, érdemes mélyen elgondolkozni azon. Und es ist sehr interessant und wichtig, dass wir darüber tief nachdenken. Hogy az az evangélium, amit mi hirdetünk. Ob dieses Evangelium, was wir verkündigen. Az a boldog Isten dicsőségének az örömhíre. Ob das die gute Nachricht der Herrlichkeit des glückseligen, glücklichen Gottes ist. Vagyis, hogy Isten boldog. Oder auch, dass Gott glücklich ist, glückselig. Öröktől fogva mindörökké. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Soha nem vesztette és nem fogja elveszteni ezt a boldogságát. Er hat seine Glücklichkeit nie verloren und wird sie nie verlieren. Még miattunk se. Nicht mal unseret willen. Az ördög miatt se. Nicht mal wegen des Teufels willen. Ennek a boldogságának van egy ragyogása, egy kisugárzása, egy dicsősége. Und dieses Glücklichsein, diese Glückseligkeit hat eine Ausstrahlung. És ez egy örömhír. Und das ist eine gute Nachricht. És ezt az örömhírt hirdetjük mi. Und diese gute Nachricht verkündigen wir. És nagyon érdekes, hogy az evangélium egyik része vagy magva. Und das Interessante ist, dass ein Teil des Evangeliums, ein Kern des Evangeliums, ein Same des Evangeliums darin besteht. Hogy Isten boldog. Dass Gott glücklich ist. És tudjátok, a boldog emberek. Und wisst ihr, die glückseligen, glücklichen Menschen. Ha megkérdezed őket, hogy mi az életük értelme, wenn du sie fragst, was der Zweck ihres Lebens ist, azt mondják, hogy ezen ők nem szoktak gondolkozni. Dann werden sie die Antwort, darüber denken sie normalerweise nicht nach. Karl Jaspers, másik, azt hiszem, szintén német filozófus, ein weiterer deutscher Philosoph, azt mondta, hogy az élet értelmére vonatkozó kérdést hat gesagt, dass die Frage den Zweck des Lebens csak a szenvedéskor tesszük föl. Wir nur zu Zeiten des Leidens stellen. Például a Bibliában látszik, hogy Jób föltette ezt a kérdést. Und wir sehen in der Bibel, dass Hiob diese Fragen gestellt hat. Salamon a Prédikátor könyvébe föltette ezt a kérdést.
König Salomo brachte diese Frage im Buch des Predigers vor. Amikor nagyon rosszul érezték magukat. In diesen Momenten, in denen sie sich sehr, sehr schlecht gefühlt haben. Amikor boldogtalanok voltak. Als sie glücklos und unglücklich waren. Amikor Jób azt kérdezi, hogy mire jó ez az élet, hogyha rabszolgaként kell itt élnem, és sokkal több a nyomorúságom, mint az örömöm. Hiob hat diese Frage gestellt, warum muss ich leben, wenn das Leben für mich daraus besteht, zu leiden und mehr Unglück als Glück zu erfahren. A boldog emberek, amikor boldogok, nem teszik ezt föl, ezt a kérdést. Und die glücklichen Menschen bringen diese Frage nicht auf, wenn sie glücklich sind. Mert a boldogságkor az ember szíve tele van élettel. Weil im Zustand des Glücklichseins das Herz des Menschen voll ist mit Leben. Tulajdonképpen a boldogságot is nehéz meghatározni, hogy az mi. Es ist eigentlich auch wirklich schwer zu beschreiben, was eigentlich glücklich sein ist. Az nem egyszerű öröm. Es ist nicht nur einfach Freude. Sokkal több. Sondern viel mehr. Én úgy szoktam fogalmazni, ich drück das normalerweise so aus, hogy a boldogság az ilyen telített, teljesen csordultig telített létezés. Dass Glücklichkeit so etwas ist wie gepresste und kompressierte Form von Leben. És ezért talán azt lehet mondani, egyébként minden ember legfőképpen boldog szeretne lenni. Und deswegen möchten die meisten Menschen glücklich sein. Erre lehet, hogy egy keresztény azt mondja, nem, én üdvözülni szeretnék elsősorban. Und es kann sein, dass ein Christ darauf antwortet, nein, ich will das Heil ergreifen in erster Linie. Kis kalvinista. Kleiner Calvinist. Hiszen az üdvösség az nem más, mint örök boldogság. Das Heil ist doch nichts anderes als ewige Glückseligkeit. A keresztények is az örök boldogságot keresik. Auch die Christen suchen den Zustand ewiger Glücklichkeit. És ha itt a földön korlátozzák magukat, hogy bizonyos dolgokat nem tesznek meg. Und wenn sie sich hier auf Erden auf eine gewisse Art und Weise limitieren und gewisse Dinge nicht tun, azt kizárólag azért teszik, hogy nehogy az örök boldogságot elveszítsék. Dann machen sie das ausschließlich dafür, dass sie die ewige Glückseligkeit nicht verpassen. Egy kis rövid boldogságot feladnak azért, hogy örökké boldogok lehessenek. Sie geben eine kleine Glückseligkeit auf, um die ewige Glückseligkeit zu ergreifen. Lehetne ezen még tovább gondolkozni. Wir könnten darüber noch lange nachdenken. Ha valaki nem hiszi, vagy vitatkozni akar azzal, amit mondok, wenn jemand das nicht glaubt und damit argumentieren möchte, was ich sage, akkor az Isten tisztelet után szeretettel várom egy filozófiai vitára, dann erwarte ich ihn oder sie herzlich nach dem Gottesdienst zu einem philosophischen Gespräch. De a többiek kedvéért szeretnék most tovább lépni. Aber um der Mehrheit willen möchte ich jetzt trotzdem weitergehen. És csak annyit szeretnék mondani, hogy az Isten létezésének az az értelme, hogy ő boldog. Und ich möchte nur das noch ausführen, dass eben das Ziel der Existenz Gottes ist, glückselig zu sein. Hogy élvezi a létezést. Das Leben und das Sein zu genießen. Szeret lenni. Er liebt es zu sein. És azért is szeret, és ez fejeződik ki a teremtésben is. Und das drückt sich aus in der Schöpfung. Hogy más lényeket is létrehozott, mert létezni jó. Und dass er andere Wesen hervorgebracht hat, weil zu sein ist gut. És ebben a teremtésben a fia, a logos, a bölcsesség. Und in diesem Akt der Schöpfung hat der Sohn, das Logos, volt a legfőbb munkatársa, war das Logos sein Hauptmitarbeiter. Családi vállalkozás. Sie hatten ein Familienunternehmen. És a logos is játszott. Und auch das Logos hat gespielt. Egyébként a logos a görögben. Übrigens, Logos im Griechischen. Az a Lego szóból származik. Kommt von dem Wort Lego. Ami azt is jelenti, hogy beszél. Was so viel bedeutet wie sprechen. Meg azt is, hogy összerak. Und zusammenpuzzeln, zusammentun. A tanítványaim szokták mondani, hogy az univerzum.
Meine Jünger haben das so ausgedrückt, dass das Universum. Az a Logosnak a Legója. Das Lego des Logos ist. Damit spielt er, puzzelt er zusammen. Kétszer szerepel ott a példabeszédek 8-ban a játék, szórakozás. Zweimal taucht hier auf das Spielen und die Wonne. A gyönyörűség és az élvezet. Dieser wunderbare Zustand und das Genießen. Hiszen az atya is boldog. Weil der Vater ist glückselig. A fiú is boldog. Der Sohn ist glückselig. És a Szent Szellem is boldog. Und der Heilige Geist ist glückselig. És a mi evangéliumunk egyik legfőbb üzenete. Und eine der Hauptbotschaften unseres Evangeliums besteht darin, hogy az Isten boldog, dass Gott glückselig ist, hogy a boldogsága kisugárzik, dass seine Glückseligkeit ausstrahlt, ebből jött az egész teremtés, dass daraus die ganze Schöpfung hervorgekommen ist, és a teremtett dolgokból megértve meglátható, und aus den sichtbaren, geschaffenen Dingen ist es verständlich und sichtbar, ami Istenben láthatatlan, was in Gott unsichtbar ist, a fülemüle, die Nachtigall, a rozmaring, Rosmarin, a virágok, die Blumen, a vihar, der Sturm, a novemberi köd, aus dem Nebel im November. Természetben az is gyönyörű. In der Natur ist auch das wunderschön. A nap, die Sonne, csillagok, die Sterne. Mindenben ott van Isten játékossága. In all dem steckt die spielerische Seite Gottes. És gyönyörűsége. Und dieses Gefallenen etwas haben, etwas anhimmeln. És az az érdekes, hogy a keresztények néha ezt az üzenetet gyanakvással hallgatják. Und es ist interessant zu beobachten, dass einige Christen diese Seite der Natur Gottes misstrauisch beäugen und begutachten. Hogy nem valami rossz dologra akarjuk-e őket rávenni. Ob wir nicht vielleicht vorhaben, sie irgendwie auf die falsche Seite zu ziehen, auf Abwege zu bringen. Mi azt hittük, hogy az Isten alapvetően nagyon szomorú és csüggett miattunk. Wir haben uns Gott immer so vorgestellt, traurig und irgendwie so kummervoll. Az élet nem állhat csupa élvezetből, dolgozni is kell. Das Leben kann nicht nur aus lauter Friede, Freude, Eierkuchen bestehen, sondern es muss auch Arbeit drin stecken. Sokan azt mondják, hogy a Bibliából nem ez árad, hanem egy sokkal nagyobb szigor és ilyen keménység. Aus der Bibel fassen sie mehr diese Strenge und Ordnung und Zucht kommt für sie aus der Bibel heraus. Ezzel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy ne felejtsd el, hogy te a Bibliát fordításokban olvasod. Und dazu möchte ich nur so viel hinzufügen, vergiss niemals, dass du nur eine Übersetzung der Bibel liest. És vannak dolgok, amiket a fordítások nem tudnak visszaadni. Es gibt solche Dinge, die Übersetzung nicht wiedergeben kann. Például azt, hogy a Biblia héber szövege az szinte majdhogy nem mondatonként szinte tele van szójátékokkal. Zum Beispiel der hebräische Teil der Bibel fast in jedem Satz voll ist mit lauter Wortspielen. Ézsajás könyve héberül olyan, mint egy rap. Das Buch Jesaja ist im Hebräischen so ähnlich wie ein Rap. Folyamatos szójátékokkal és belső rímekkel halad. Es geht so vor, dass es immer wiederholende Reime gibt und solche Elemente, die aufeinander aufbauen. Dávid zsoltáraiban van olyan, ahol egy szónak a három mással hangzója jelent ugye egy dolgot héberül. In dem Psalm von David gibt es so etwas, dass im Hebräischen ist jedes Wort aus drei Grundbuchstaben aufgebaut und die bedeuten eine Sache. Aztán utána ugyanazt a mondatot megismétli úgy, hogy a három mással hangzót fölcseréli más sorrendbe. Und dann fährt im Psalm so fort, dass diese drei Grundbuchstaben miteinander vertauscht und im Psalm verwendet. Amitől a szó teljesen mást jelent. Wovon das Wort etwas ganz anderes bedeutet. De úgy is van értelme. Aber auch so gibt's darin den Sinn. És mind a két mondatot beleírta a Zsoltárba.
Und beide Sätze hat er in einen Psalm reingeschrieben. Vagyis játszik. In anderen Worten, er spielt. Ez költői játék. Ez eine Form von kulturellem Schaffen. És közben Isten igéje. Und gleichzeitig Gottes Wort. A római levél első fejezetének a végén van egy bűnlista. Es gibt im Römerbrief eine Sündenliste, die drin steckt. Hogy milyenek az emberek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, paráznák, csúfolódók, rágalmazók, stb. Wie die Menschen sein werden, unzüchtige und da lauter schlechte Eigenschaften sind da aufgezählt und Sünden. És teljesen össze-vissza vannak ott a bűnök felsorolva. Und die Sünden sind völlig kreuz und quer aufgeschrieben. Egy nyelvi bűn mellett egy szexuális bűn. Neben einer Sünde der Zunge, eine sexuelle Sünde. Aztán egy értelmi bűn, aztán egy érzelmi. Dann teljesen össze-vissza. Zusammengewürfelt mit einer Sünde in den Gefühlen. Gondolná az ember, hogy célszerűbb lenne úgy felsorolni, hogy a szexuális bűnöket egymás mellett, nyelvi bűnöket egymás mellett. Und der Mensch würde denken, ja, normalerweise würde es doch viel sinnvoller sein, wenn wir erst die sexuellen Sünden auflisten, dann die Sünden der Zunge. Aztán, amikor fordítottuk a Róma levelet, én akkor értettem meg, hogy miért van ez így. Und als wir den Römerbrief übersetzt haben, ist mir aufgefallen, warum das überhaupt so ist. Mert a hasonló hangzású szavakat rakta egymás után. Weil hat die Wörter hintereinander gesetzt, die ähnlich klingen. Mint hogyha a hangzásról jutott volna eszébe a következő. Wie als wenn von dem Klang des einen Wortes das nächste Wort ihm aufgekommen wäre. Aftongos, astorgos, tehát így. Vagyis ez költészet. Aber mit anderen Worten des schriftstellerisches Schaffen. De közben Isten igéje teljhatalommal. Aber trotzdem ist Gottes Wort vollmächtig. De amikor Dávid Zsoltárt énekelt, aber wenn David Psalm gesungen hat, Ézsaiás prófétált, und Jesaja prophezeit hat, Pál írta, diktálta a Róma levelet Terciusnak, und Paulus den Römerbrief Tertius diktiert hat, akkor ők zsidók voltak, dann waren sie Juden, költők, sie waren Schriftdichter, játszottak is. Sie haben auch gespielt. És ők tudták, hogy a játék nem idegen Isten természetétől. Und sie wussten, dass das spielerische und Spiel der Natur Gottes nicht fremd ist. És ebben aztán később a kereszténység történelmében nagyon nagy torzulás állt be. Und später kam dann im Christentum daraus große Verzerrungen und Verdrehungen hervor. A katolicizmus a feszületet kitette mindenki elé, hogy az ahhoz imádkozzanak. Die Katholiken haben das Kruzifix vor jeden gestellt, dazu sollten sie beten. Pedig Jézus csak 6 órát töltött el a kereszten. Während Jesus doch nur 6 Stunden lang am Kreuz verbracht hat. Ő nem szenved örökké. Er leidet nicht in Ewigkeit. De azáltal a látás törvénye alapján. Aber dadurch auf der Grundlage der Gesetzmäßigkeit des Sehens. És mert megvan írva, hogy a bálványok alkotói és imádói hasonlókká válnak a bálványaikhoz. Und weil es auch geschrieben steht, dass diejenigen, die die Götzen anbeten, ihnen ähnlich werden. A feszület nézése az ima közben. Ist es so, dass während sie das Kruzifix angeschaut haben beim Beten, az egy mély depressziót, szomorúságot és fájdalmat oltott be évszázadokon át tömegeknek a lelkébe Európában. Hat dieses Anschauen des Kruzifixes in eine große Gruppe von Europäern über Jahrhunderte hinweg eine tiefe Depression, Traurigkeit und so ein Kummer und Schmerz hineingebracht. Az Istent szenvedő Istennek kezdte látni az európai nyugati ember. Und der westeuropäische Mensch hat Gott als einen leidenden Gott aufgefasst über Jahrhunderte hinweg.
És aztán amikor fellépett Luther és Calvin, und als dann Luther und Calvin aufgetaucht sind, ezt nem sikerült teljesen áttörni. Ist es ihnen nicht gelungen, das völlig durchzubrechen? Calvin egész életében súlyos depresszióval küzdött. Calvin hat sein ganzes Leben lang mit extrem schweren Depressionen zu kämpfen gehabt. Genfben az Isten tiszteleten be volt tiltva a nevetés. In Genf waren in den Gottesdiensten Lachen verboten. A humorról azt mondták, hogy az idegen az Istentől, Isten csak komoly lehet. Sie haben gesagt, Humor kommt von den fremden Göttern. A genfi presbitérium betiltotta a táncot és a zenét. Die Ältestenschaft in Genf hat Tanzen und Musik verboten. Ezeknek a terheit, bélyegeit, nyomait mai napig hordozzuk. Diese Lasten, dieses eingedrückte Siegel tragen wir bis zum heutigen Tag. Sokszor a Biblia fordításokra is rányomják ezek a tradíciók a bélyegüket. Oftmals pressen diese Auffassungen auch den Bibelübersetzungen ihren Stempel auf. Magyarországon ugye mi a Károli Bibliát használjuk, amelyik egy kálvinista fordítás. In Ungarn nutzen wir die Károli Bibel, und er war ein Calvinist. És én 94 óta, amióta bibliafordítással is foglalkozom, azóta sokszor többet olvasom a hébert vagy a görögöt, mint a magyart. Und seit 1994, seitdem ich mich mit Bibelübersetzungen beschäftige, lese ich die hebräische und die griechische Bibel mehr als die ungarische. Az most már vagy 23 éve. Es sind jetzt mittlerweile fast 23 Jahre. És egy pár éve kezdem csak világosan látni. Und erst seit ein paar Jahren fange ich an klar zu sehen, hogy vagy inkább úgy mondom, elnézést, hogy szóval, hogy a héber szövegből vagy a görög szövegből soha nem sugárzik az emberre például kárhoztatás. Fange ich an festzustellen, dass zum Beispiel aus dem hebräischen oder griechischen Text niemals Verdammnis auf den Menschen kommt. A leges legszigorúbb profétai részek is. Selbst die krassesten und striktesten und strengsten Abschnitte der prophetischen Bücher zum Beispiel. Tényleg egy izzó, lángoló szeretet jön ki belőlük, ami szinte éget. Drücken solch eine brennende, verzehrende Liebe aus. De kárhoztatás az egy atomnyi sincs benne. Aber Verdammnis ist nicht mal in der Menge von Atomen da drin enthalten. Se a héberben, se a görögben. Weder im Hebräischen noch im Griechischen. Mikor sokszor a Károlit olvastam régen, und als ich früher viel in der Károli-Bibel gelesen habe, Bibliafordítás közben is, vagy Biblia olvasás közben is kárhoztatás jött rám, kam auch während des Lesens der Bibel Verdammnis auf mich. És most arra kell gondolnom már, und ich muss jetzt schon so darüber denken, hogy az a Károli. Das ist Károli. Nem a Szentlélek. Nicht der Heilige Geist, der da wirkt. A héber szövegben, ugye az eredetiben nincsenek is magánhangzók. Im Hebräischen gibt es keine Vokale. Csak mással hangzók. Sondern nur Konsonanten. Emiatt minden mondatnak, vagy nagyon sok mondatnak, vagy szónak többféle értelme is lehet. Und deswegen können einem einzelnen Satz oder einem einzelnen Wort selbst verschiedene Bedeutungen innewohnen. És az a megdöbbentő, hogy mindegyik igei, tehát mindegyik jó, tehát mindegyikbe kielentés van. Und das Interessante ist dabei, dass jede dieser Bedeutungen gut ist, jede dieser Bedeutung legitim ist und jede dieser Bedeutung Wort Gottes beinhaltet und Offenbarung. Tele van szójátékkal. Voll von Wortspielen.
Mint például itt a dajkált fiú meg az alapot építő építész. So wie hier der geliebte auf dem Arm getragene Sohn und der Baumeister, der die Fundamente legt. Mind a kettő igaz, és mind a kettő kijelentés. Beides ist wahr und beides beinhaltet Offenbarung. És játék is. Und es ist auch ein Spiel. És így az derül ki, hogy a Bibliában ugyanaz a kreativitás és játékosság van. Und daraus folgt auch, dass in der Bibel diese gleiche spielerische Haltung und Kreativität sich wiederfindet, mint ami a teremtett világban is van. Die wir auch in der Schöpfung, in der geschaffenen Welt sehen können. A teremtett világ is, ha nem is kinyilatkoztatás, und auch wenn die geschaffene Welt nicht in sich Offenbarung ist, de a kinyilatkoztatásnak az új lenyomata van mindenen. Können wir trotzdem sehen, dass die Fingerabdrücke der Offenbarung an allem sind, was geschaffen ist. Mert hiszen a Logos csinált meg mindent a teremtett világban. Weil das Logos hat alles hervorgerufen, was in der geschaffenen Welt ist und als Baumeister damit gearbeitet. Az a Logos, aki testé lett a názáreti Jézusban. Dieses Logos, was in Jesus von Nazareth Fleisch geworden ist. Akár úgy is elképzelhetett, hogy Jézus Krisztusnak az új lenyomatai van mindenen a teremtett világban. Könntest du es dir so vorstellen, dass die Fingerabdrücke Jesu an allem Geschaffenen sind, was in der Schöpfung, in der Welt existiert? A fülemülének a dala az egy kis csíkocska az új lenyomatában. Der Gesang, der Nachtigall ist so ein kleiner Teil des Fingerabdrucks des Messias. A Rosmarin illata egy másik. Der Geruch von Rosmarin ein anderer Teil des Fingerabdrucks. A tölgyfa levele a harmadik. Das Blatt des Eichenbaumes ein weiterer. Nap, hold, csillagok. Sonne, der Mond, die Sterne. Ne felejtsük el az embereket is. Vergessen wir nicht die Menschen. Azokat eddig még nem dicsértük ennyit. Die haben wir bis jetzt noch nicht so hoch gelobt. Pedig a példabeszédek 8. Aber Sprüche 8. Azt mondja, hogy az atya gyönyörködött a fiúban, ahogyan az játszik. Dass der Vater Wonne hatte daran, wie der Sohn spielt. A fiú pedig miközben játszik. Und der Sohn, während er spielt, gyönyörködik az emberek fiaiban. Seine Wonne hat an den Menschenkindern. Olvasd el, ha nem hiszed el. Lies es nach, wenn du es nicht glaubst. Az atya számára a boldogságot, a létezés élvezetét az adja, hogy gyönyörködik a fiúban. Der Zweck der Existenz des Vaters besteht darin, dass er und seine Glückseligkeit besteht darin, dass er sich erfreut an dem Sohn. Gyönyörködik abban, ahogy a fiú játszik. Und sich daran erfreut, wie der Sohn spielt. Legózik. Wie er Lego zusammenbaut. A fiú szintén élvezi, hogy játszik. Und der Sohn genießt es zu spielen. És gyönyörködik közben az emberekben. Und hat dabei seine Wonne und seine Freude an den Menschen. És nem tudom, a németben úgy van, hogy ember fiaiban. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen so ist, dass es an den Menschenkindern, igen. De emberek fiaiban, vagy ember fiaiban? Emberek fiaiban. Na, mert a héberben úgy van, hogy az ember fiaiban, so, bné Adam. Aha. Im Hebräischen heißt es bné Adam, also in den Kindern des Menschen, nicht der Menschen, sondern des Menschen. És én ezen elgondolkoztam, hogyha többes számban vannak a fiai. Und ich habe darüber nachgedacht, wenn die Söhne hier im Plural stehen, akkor az mindenképpen a bűnbe esett emberiséget jelenti. Dann bedeutet es auf jeden Fall die in Sünde gefallene Menschheit. Mert hogyha még a nem bűnbe esett embert jelenteni, dann wenn es den noch nicht in Sünde gefallenen Menschen bedeuten würde, akkor nem mondhatná, hogy az ember fiaiban, dann könnte er nicht sagen an den Menschenkindern,
Hanem akkor csak azt mondhatná, hogy Ádámban legfeljebb. Sondern könnte er höchstens sagen, er hatte seine Wonne und seine Freude an Adam. Mert Ádámnak minden fia már a bűnbeesés után született weil a bűnben. Weil jeder Sohn Adams nach dem Sündenfall schon in Sünde geboren wurde. És ezen én nagyon meglepődtem. Und darüber habe ich mich sehr gewundert, hogy ezek szerint a messiás tud gyönyörködni az emberiségben. Dass demnach der Messias seine Wonne haben kann an der Menschheit. Úgy, ahogy az emberiség most van, so wie die Menschheit jetzt ist, ebben az állapotában tud benne gyönyörködni. In diesem Zustand kann er seine Wonne daran haben. Ez engem akkor nagyon meglepett. Das hat mich wirklich überrascht. De ahogy mondtam, én tudatosan fenntartok baráti kapcsolatokat világiakkal is. Wie ich gesagt habe, ich habe absichtlich und mit Vorsatz freundschaftliche Beziehungen auch mit nichtgläubigen Menschen. Nem akarok bezárkózni teljesen az egyház belső világába. Ich möchte mich nicht einschließen in diese innere Welt der Gemeinde. Hogy csak keresztény barátaim és ismerőseim legyenek. So dass ich nur christliche Freunde und Bekannte habe. Nem tartom igeinek. Ich halte das nicht für biblisch. Meg van írva, hogy nem az Jézus azért imádkozik. Jesus betet dafür, hogy nem azért, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ich bitte dich nicht darum, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Nem biblikus, hogy az egyház hermetikusan el legyen szigetelve a világtól. Nicht biblisch, dass die Gemeinde hermetisch abgeriegelt ist von der Welt. És nem jó úgy bizonyságot tenni, hogy teljesen ismeretlen emberekhez oda megyünk az utcán és megmondjuk nekik a tutit. Und das ist nicht gut und gesund, dass wir auf der Straße zu vollkommen völlig unbekannten Fremden gehen und einfach so anfangen ihnen das wahre die Wahrheit einzuschenken. Mert ezt az emberek elutasítja. Weil das sorgt bei den Leuten dafür, dass sie es abstoßen. És igazuk van. Und sie haben recht dabei. Jól érzik. Sie fühlen das gut. Mivel vannak világi barátaim, weil ich weltliche Freunde habe, magamon is azt veszem észre, sehe ich in mir selbst auch und erkenne das, hogy nagyon sok nagyon jó dolgot látok bennük. Dass ich in ihnen sehr viele sehr gute Dinge sehe. Rengeteg kedvesség, sehr viel Freundlichkeit, tehetség, Talent, okosság, Klugheit, jó indulat, so gute Absichten, értelmes gondolatok, clevere Gedanken. A legtöbb emberben rengeteg érték van. In den meisten Menschen ist unglaublich viel Wert versteckt. A megtérése előtt is. Auch vor der Bekehrung. Múltkor egy keresztény azt mondta nekem, vor kurzem hat ein Christ zu mir gesagt, képzeld a szomszéd asszonyom, stell dir meine Nachbarin vor, azt mondta nekem, hogy befizet engem egy izraeli útra, sie hat gesagt, sie hilft mir eine israelische Reise zu bezahlen, eine Reise nach Israel zu bezahlen. Pedig világi. Aber sie ist eine weltliche Frau. És mondom is, na és, ez na. Miért lep meg téged? Und dann habe ich gesagt, ja und, warum überrascht dich das? Egy világiban nem lehet semmi jó. In einem weltlichen Menschen kann überhaupt nichts Gutes sein, oder was? Múltkor egy másik keresztény panaszkodott nekem, hogy világi óvodába kell a gyerekét járatnia. Ein anderer Christ hat sich vor kurzem bei mir beschwert, dass er sein Kind in den weltlichen Kindergarten geben muss. És ezt úgy fogalmazta meg, hogy a gyereke az anák fiai közé jár. Und er hat es so ausgedrückt, dass sein Kind unter den Söhnen Enaks leben wird, also des Riesen. Én nem szeretnék olyan keresztény lenni, aki minden világit az anák fiainak lát. Ich möchte nicht so ein Christ werden, der in jedem weltlichen Menschen die Söhne Enaks sieht. És csak gonosznak tudja gondolni vagy látni und der nur Böses und Schlechtes in ihnen sehen kann.
Úgyhogy nekem megnyugtató volt. Und deswegen war das für mich beruhigend. Mert én a meg nem tért ismerőseimbe, barátaimban. Weil ich in meinen noch nicht bekehrten Freunden und Bekannten das sehe. Rengeteg értéket. Das unglaublich viel Wert. Rengeteg szerethetőséget. Unglaublich viel Liebenswertes. Rengeteg jó szándékot. Sehr viel guter Wille. Rengeteg tehetséget. Sehr viel Talent. Rengeteg okos gondolatot. Sehr viele kluge Gedanken. Rengeteg jó érzést. Sehr viel gute Gefühle. Találtam és láttam. Gefunden habe und sehe. És rájöttem, hogy a Messiás is ezt látja. Und ich bin darauf gekommen, dass der Messias das genauso sieht. Ha a Messiás nem gyönyörködne az emberek fiaiban, wenn der Messias an den Menschenkindern keinen Gefallen hätte, akkor nem szeretne őket. Dann könnte er sie nicht lieben. A keresztények a szeretetből is csináltak egy hideg, elvont teológiát. Die Christen haben selbst aus der Liebe eine kalte, abstrakte Theorie gemacht. Térjünk vissza a szó eredeti értelméhez. Lasst uns zur originalen Bedeutung dieses Wortes zurückkehren. Akit szeretsz, abban tudsz gyönyörködni. Wen du liebst, an dem kannst du deinen Gefallen haben. A gyerekedet szereted, és tudsz benne gyönyörködni. Dein Kind liebst du und du kannst Gefallen an ihm haben. Ha a házastársadat szereted, tudsz benne gyönyörködni. Wenn du deinen Ehepartner liebst, dann kannst du an ihm deinen Gefallen haben. Ha az Istent szereted, tudsz benne gyönyörködni. Wenn du Gott liebst, dann kannst du an ihm Gefallen haben. Sőt, hát ha magadat szereted, ja, selbst wenn du dich selbst liebst, akkor magadba is látsz valami jót. Dann kannst du auch in dir selbst gute Dinge wahrnehmen und sehen. Akkor el tudod fogadni magadat. Du kannst dich annehmen. Aki magát nem tudja elfogadni, der sich selbst nicht annehmen kann, szeresd embertársadat, mint önmagadat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aki magát nem tudja elfogadni, az másokat se fogad el. Wer sich selbst nicht annehmen kann, kann auch andere nicht annehmen. Múltkor egy keresztény prédikációban hallottam egy ilyen mondatot. Ich habe vor kurzem in einer christlichen Predigt den folgenden Satz gehört. Hogy én tudom szeretni és el tudom fogadni a testvéreimet. Ich kann meine Geschwister lieben und annehmen. Mert a bennük lakó Krisztusra nézek. Weil ich auf den in ihnen wohnenden Christus schaue. Hát én magamban azt gondoltam. Ich habe in mir dann nur Folgendes gedacht. Hogy kösz, nekem ez nem kell. Oh, danke, davon brauche ich gar nichts. Mert a Krisztus, amikor bennünket megváltott, weil der Christus, der uns erlöst hat, akkor ő, mivel mi még nem is lakott bennünk, der hat es gemacht, in dem Moment, als er noch nicht in uns gelebt hat, noch nicht in uns gewohnt hat. Ő nem önmagában gyönyörködött, amikor ránk nézett. Er hat nicht an sich selbst gefallen gehabt, als er auf uns geschaut hat, wie wir in Sünde waren. Hanem bennünk. An uns hat er gefallen. Gondoltál már arra, hogy Jézus, amikor rád néz, a mennyből. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wenn Jesus vom Himmel auf dich schaut, hogy ő benne ez örömöt hoz létre, dass es in ihm Freude hervorbringt. Hogy örömmel néz rád. Dass er mit Freude auf dich schaut. Hogy lelkesebb lesz tőle. Er wird dadurch bessere Laune haben. Gyönyörködik benned. Er hat Gefallen an dir. Milyen jó dolgok vannak ebben az emberben. Was für gute Dinge in diesem Menschen drinstecken. Milyen, mit tudom én, kedvesség jött ki belőle tegnap is. Was für eine Freundlichkeit gestern aus dir herausgekommen ist. Milyen jó gondolata volt tegnap előtt. Was du vorgestern für einen genialen Gedanken hattest. Milyen jó ötlete volt. Was für eine tolle Idee hervorgekommen ist. Milyen jó, hogy ilyen egyéniség. Wie toll, dass du so ein Individuum bist. Nincs belőle több. Es gibt von dir keinen zweiten. Pótolhatatlan. Du bist unersetzlich. Gondoltál már arra, hogy például amikor érzed, hogy imádkozni kéne. Hast du das schon mal gefühlt, dass in dem Moment, wo das auf dich kam, du müsstest jetzt eigentlich beten? Vagy kötelességérzetből imádkozol. Dann gibst du zwei Möglichkeiten. Entweder betest du aus der inneren Zwanghaftigkeit heraus. Az a legrosszabb. Das ist das Schlimmste. Vagy azért, mert vágysz arra, hogy Isten jelenlétébe kerülj. Oder deswegen, weil du dich danach sehnst, in Gottes Gegenwart hineinzukommen. Őrá vágysz.
und du dich nach ihm verzehrst. Ez jó. Das ist gut. De arra gondoltál már? Aber hast du schon mal darüber nachgedacht? Hogy ő is szeretne veled együtt lenni. Dass auch er gerne mit dir zusammen wäre. Kezdtél már el azért imádkozni valaha? Hast du schon mal so angefangen zu beten? Neked nem volt kedved hozzá. Dass du keine Lust dazu hattest. De valamiképp az Úr üzent, vagy ilyesmi. Aber dass der Herr auf eine gewisse Art und Weise in deine Richtung signalisiert hat, hogy ő szeretne veled találkozni. Dass er sich mit dir gerne treffen möchte. Hogy Jézus szeret velünk lenni. Dass Jesus es liebt, mit uns zu sein. Nem igaz, és a testvérek közötti szeretetben sem igaz, hogy én csak a Krisztust látom mindenkibe. Und es ist nicht wahr, dass auch in den Geschwistern ich immer nur den Christus in jedem Einzelnen anschaue. Többit felejtsük el. Und den ganzen Rest können wir vergessen. Az mind rossz. Ist alles schlecht. Testvérem, ha én így szeretlek téged, liebe Geschwister, wenn ich dich so lieben würde, hogy a Krisztust próbálom felfedezni az összes többi kuka, dass ich versuche, den Christus in dir irgendwie aufzuspüren und der ganze Rest ist für die Tonne, akkor én nem téged szeretlek. Dann liebe ich dich nicht. Akkor én téged elutasítalak. Dann akkor én rólad lehne azt gondolom, hogy kuka. Dann sage ich über dich, du bist für die Mülltonne. Ha te benned az egyetlen jó az, hogy Jézus benn van a szívedbe, wenn in dir das einzige Gute, was existiert, das ist, dass Jesus in dir ist, akkor te nem érsz semmit. Dann bist du absolut wertlos. Akkor én nem gyönyörködöm benned. Dann habe ich meinen Gefallen nicht an dir. És akkor milyen szeretetről beszélünk? Und über was für eine Liebe sprechen wir dann bitte? Kötelesség? Ist es dann meine Verpflichtung? Szigorú arca? So, mit einem ernsten Gesicht. Végrehajtom a keresztényi testvéri kötelezettségeimet? Ich werde jetzt meine verpflichtende christliche Liebe exerzieren. Ez a világ legsivárabb, legunalmasabb, legszürkébb, legnyomorultabb élete lenne. Das ist die abstoßendste, abscheulichste, liebloseste, lebloseste, grauste Art des Christentums. Közben még papolnánk sokat a szeretetről. Und in der Zeit predigen sie die ganze Zeit über die Liebe. Szigorú ábrázattal. Mit so einem harten Gesicht. Figyelmeztetve egymást a kötelességeinkre. Und sie erinnern sich kontinuierlich gegenseitig und ermahnen sich dazu, ihre Verpflichtungen aufrechtzuerhalten. Féri este közeledne a feleségéhez. Und der Ehemann geht am Abend zu seiner Ehefrau. Figyelmeztetve nőt a Róma, vagy az 1 Korintus 7 alapján a házastársi, hogy is hívják, már nem is tudom magyarul mi a neve, olyan rég olvastam a Károliban. Und dann geht zu seiner Ehefrau und auf der Grundlage von 1. Korinther 7 geht zu seiner Ehefrau und sagt, und ich erinnere dich an deine Ehepflichten. Und hat das Wort schon ganz vergessen, weil Caroline nicht mehr so lange gelesen hat. Micsoda, kötelezettség? Tudjátok a görög szó mit jelent? Wisst ihr, was das griechische Wort bedeutet, wo hier eheliche Pflichten steht? Megnézheti bárki a szótárban, nem hazudok. Das steht im Lexikon so drin, im Wörterbuch, ich lüge nicht. Első jelentése rajongás. Das erste ist rajongás. Valaki Was schwärmen? Mi? Schwärmen. Rajongás második jelentése kedvesség. Die zweite Bedeutung ist Freundlichkeit. Oder das gerne zu tun. Ez van az eredetiben, rajongás. Das ist also drin, eben dieses Schwärmen. Ebből lett kötelesség. Aus Schwärmen wurde eheliche Pflicht. Az igaz, hogy ott van, hogy amivel tartozik. Das ist wahr, dass da drin steht, das wo der andere einen Anspruch drauf hat. Tehát úgy mondja a görög, hogy adja meg mindkét fél a rajongást a másiknak, amivel tartozik. Aber die Bibel drückt es so aus, dass ein Partner dem anderen dieses Schwärmen ausdrücken soll, was ihm schuldig ist. Kicsit másmilyen lenne a keresztény világ, hogyha házastársak kölcsönösen állandóan rajonganának egymást. Die christliche Welt sehe wahrscheinlich wesentlich anders aus, wenn die christlichen Ehepaare untereinander die ganze Zeit gegenseitig im Schwärmen verfallen würden. Szóval arra akartam csak kilukadni ezzel, hogy a messiás
ő tényleg szeret minket. Ich bin deswegen darauf zu sprechen gekommen, weil der Messias liebt uns wirklich. Ez ő nála nem elmélet. Das ist bei ihm nicht irgendwie eine Theorie. Ő egyrészt végül is egy zsidó. Er ist immer noch ein Jude. Másrészt pedig egy ács. Und zweitens ist er Tischler. Én most két napig ácsmunkát végeztem. Ich habe jetzt zwei Tage lang als so Tischlerarbeiten machen müssen. Én vágtam ki magukat a fákat is. Ich habe auch die Bäume gefällt dazu. Tehát maga az álló fákat. Also ich habe die stehenden Bäume gefällt. Utána becsapoltam őket. Und dann habe ich sie zurechtgeschnitten. Szög nélkül építettem, csak csapolással. Und ich habe ohne Nägel gebaut, nur mit so Bindetechniken. Egy egész fás kamrát. So eine nagyot. So eine größere Kammer. Mert ott az erdőbe télen sok fa kell, mert csak azzal lehet fűteni. Hogy? Mert ott az erdőbe télen sok fa kell, mert ja, csak azzal lehet fűteni. Im Winter dort viel Holz brauche, um heizen zu können, und dafür habe ich eben so ein Lager gebaut. Minden nap megsebesültem. Ich habe mich jeden Tag verletzt. Egyik nap rájtettem a baltát a bokámra élével. Ein Tag habe ich den Balken auf meinen Zeh fallen lassen. Másnap meg az egyik deszkát helyre akartam húzni. Am nächsten Tag wollte ich so ein großes Brett in die richtige Position hieven. És ahogy rángattam, itt szájba vágtam saját magam a deszkával. Und während ich so hochgedrückt habe, ich sie hier selbst so ins Gesicht reingerammt. Úgyhogy emiatt most az istentiszteleten nem tudok megborotválkozni, elnézést kérek mindenkitől. Deswegen kann ich jetzt für den Gottesdienst leider mich nicht rasieren. Ich bitte um Entschuldigung. És ebből is kijelentést lehet venni. Auch daraus können wir Offenbarung gewinnen. Mert Jézus 30 évig ács volt. Weil Jesus war 30 Jahre lang Tischler. Akarod tudni, hogy milyen egy ácsnak? Weißt du, wie das ist, Tischler zu sein? Hogy gerendákat kell beemelni, a helyükre rángatni. Balken an ihre Position zu hieven und die da festzumachen. Fűrészelni kell. Zu sägen. Mikor fölemeled, a szemedbe hullik az egész fűrészpor. Wenn du es hochhebst, dann kommt die ganze Späne in dein Gesicht geflogen. Hogyha ugye a földön faragod be a csapolásokat. Csapolás. Hát amikor tudod, úgy illesztenek két deszkát össze, ja, hogy így megfaragják, hogy összecsapol. Die Aussparungen raussägst, damit du die Balken miteinander verbinden kannst. És hogyha bemérted, levetted, és elfelejtett, hogy hogy kellett milyen irányba, akkor elrontottad az egészet. Und wenn du also geguckt hast, okay, was für einen Balken brauche ich, und dann fängst du an unten anzuzeichnen und so, und dann hast du nur eine Kleinigkeit vergessen irgendwie, und dann hast du das Ganze schon total kaputt gemacht, wenn du angefangen hast, den Balken entsprechend zu sägen. Közben folyamatosan ezért ilyen geometriai számításokat kell az embernek magába végezni, tehát az agyad is jár. Und deswegen gleichzeitig musst du die ganze Zeit irgendwelche geometrischen Berechnungen in deinem Kopf vollführen, das heißt auch dein Kopf arbeitet. De ami a legnagyobb felismerésem volt az, hogy Jézus minden nap megsebesült. Aber die größte Offenbarung, die ich daraus mitgenommen habe, war die, dass Jesus jeden Tag sich verletzt hat. Ilyen munkát lehetetlen úgy végezni, hogy megússzad egy napot is megúszszál egy horzsolás vagy egy kisebb sérülés nélkül. Unmöglich diese Arbeit zu vollbringen, ohne einen Tag zu haben, an dem du nicht auf irgendeine Art und Weise dich verletzt. És azt már semmibe veszed, ez együtt jár vele, ez természetes, vele jár. Und das gehört halt dazu, das nimmt man halt so an, wie es ist. Nem lényeg. Ist nicht das Wesentliche. Hozzátartozik. Es gehört dazu. 12 éves korától 35-36 éves koráig dolgozott így. Von seinem 12. Lebensjahr an bis zum 35. 36. Lebensjahr hat er so gelebt und gearbeitet. 20-21 néhány év. 20-21 und ein paar zerquetschte Jahre. Nem értelmiségi volt. Er war kein Akademiker. Nem pap. Er war kein Priester. Nem nagy gazdag nemes ember. Er war kein edler, großer, reicher Mann. Ács. Tischler. Ő nem elméleti síkon szeret. Er liebt nicht auf eine theoretische Art und Weise. Valakit szeret, abban gyönyörködik. Wen er liebt, an dem hat er gefallen.
És ez nagyon fontos tudnod, hogy amikor azt mondjuk, hogy Jézus szeret téged, akkor ez azt jelenti, hogy téged, mint egyéniséget elfogad. Und es ist wichtig, dass du verstehst, dass wenn wir darüber reden, dass Jesus dich liebt, dann nimmt dich an als ein Original, als eine Persönlichkeit. És akkor most lezárnám a mai prédikálást, vagy tanítást. Und dann würde ich die Vormittagspredigt damit abschließen wollen. Azzal a gondolattal, hogy lehet, hogy egy kérdés most számotokra, hogy a hatalommal kapcsolatban miért ezeket a dolgokat mondtam el. Und ich möchte am Schluss noch erklären, warum ist es so, dass wenn wir über Macht und Autorität sprechen und ich darüber lehre, warum sind wir jetzt auf diese Schiene geraten? Warum sprechen wir über diese Dinge? Azért, mert először is azt szerettem volna tisztázni, hogy milyen az az eredeti hatalom, ami még jó volt, amivel Isten eredetileg a világot megalkotta, ami eredetileg Istenből kisugárzott. Weil ich erklären wollte, wie diese ursprüngliche Autorität und Macht funktioniert hat, die ursprünglich gut war, die aus Gott herausgestrahlt ist und wie er die ganze Welt, das ganze Universum geschaffen hat, die Natur, das Wesen dieser Autorität wollte ich erstmal überhaupt begreiflich machen. Ich azt szerettem volna megvilágítani, hogy a hatalom az a világmindenség rendezettségét fenntartó elv, Prinzip és erő. Und ich wollte deutlich machen, dass a világmindenség rendezettségét fenntartó elv és erő. Erő. Igen, és mi az? A hatalom. A hatalom. Dass die Macht dieses Prinzip und diese Kraft ist, die von Gott gegebene schöne Ordnung im Universum aufrechterhält und bewahrt. És ez eredendően nem barátságtalan. Und es war am Anfang überhaupt nicht so unwirtlich und unfreundlich. Az egész teremtésből meg lehet ismerni, sondern aus der ganzen Schöpfung können wir erkennen, hogy olyan fajta rendezettséget és rendet hoz létre, dass es solch eine Art von Ordnung und Ordentlichkeit hervorbringt, ami életszerű, die mit dem Leben zusammenwirken kann und das Leben unterstützt. Rugalmas, flexibel, anpassungsfähig, az életet követi és segíti, die mit dem Leben zusammenfließt und mitfließt und dem Leben hilft, nem akadályozza az életet, das Leben nicht hindert, és ezt szerettem volna, erről szerettem volna egy ilyen átfogó képet adni. Und darüber wollte ich so ein bisschen überbrückendes Bild geben. Mert 2000 év kereszténység után, weil nach 2000 Jahren Christentum, amelyben katolicizmus, kalvinizmus és lutheranizmus ebben a térségben létrejött, in der hier in diesem Gebiet Katholizismus, Calvinismus und der Lutheranismus hervorgekommen ist. És tegyük hozzá, hogy nagyon sok pozitív értéket hoztak ezek létre. Und ich will auch hinzufügen, dass diese Bewegung auch sehr viele positive und wertvolle Dinge hervorgebracht haben. De ha már itt vagyok én is az őshazámban. Aber wenn ich schon mal hier bin in meiner Urheimat, állítólag valahonnan a környékről telepítette be Mária Terézia az őseimet. Und so habe ich zumindest gehört aus meiner Familie, dass Maria Theresia meine Familie hier aus dieser Region nach Ungarn verpflanzt hat. Németország és a német nép már beírta magát az üdvtörténelembe. Weil Deutschland und das deutsche Volk haben sich in die Heilsgeschichte schon hineingearbeitet. A Bibliában, ha vannak, a mennyben biztos vannak könyvek. Im Himmel gibt es sicher solche Bücher. Amik majd egyszer a Biblia részei lesznek tulajdonképpen. Die einmal Bestandteil der Bibel sein werden. Ahol írják az üdvtörténetet azóta is. In der sie die Heilsgeschichte auch seit der Zeit weiterschreiben, in der die Bibel die Beschreibung beendet.
Én azt gondolom, nem minden nép mondhatja el magáról, hogy már üttörténeti, nagyságrendű, léptékű dolgokat tett. Ich glaube, nicht jede Nation auf dem Erdkreis kann das von sich behaupten, dass sie heilsgeschichtlich bedeutsame Dinge getan haben und daran mitgewirkt haben. Nem minden nép szerepel a Bibliában. Nicht jedes Volk taucht in der Bibel auf. Nekem meggyőződésem, hogy a német nép a német történelem miatt. Und meine Überzeugung ist, dass das deutsche Volk aufgrund der deutschen Geschichte már üttörténeti léptékű nép. Das deutsche Volk deswegen schon ein heilsgeschichtlich bedeutsames Volk ist. Mind a kereszténység, főként a protestantizmus szempontjából olyan dolgot tett, ami érinti Isten szívét. Das deutsche Volk hat im Verlauf der Heilsgeschichte solche Dinge hervorgebracht, vor allem im Protestantismus, die das Herz Gottes berühren. És sajnos negatív értelemben is tett olyat, ami érinti Isten szívét. Und leider hat das deutsche Volk auch im negativen Sinne solche Dinge hervorgebracht, die das Herz Gottes berühren. Igazából azt gondolom, hogy még ami előttünk áll, annak kell eldöntenie, hogy a mérleg merre billen. Und ich bin der Auffassung, dass das, was jetzt noch vor uns liegt, darüber entscheiden wird, in welche Richtung die Waage ausschlägt. Meggyőződésem, hogy Isten és Jézus Krisztus annak ellenére, amik rossz dolgok történtek itt. Und es ist meine Überzeugung, dass Gott und Jesus Christus dem entgegen, was an schlechten Dingen hier geschehen ist und hervorgekommen ist, lát nagyon nagy értékeket, és tud gyönyörködni is sehr große Werte in diesem Volk sieht und daran auch gefallen haben kann. Ez a nép belül egy nagyon nagy belső feszültséget is hordoz. Das deutsche Volk trägt in seinem Innern eine große Spannung. És ez még billenhet jó irányba. Und es kann noch in die gute Richtung ausschlagen. És ez meggyőződésem, hogy ez az Isten akarata. Und meine Überzeugung ist, dass das Gottes Wille ist. És azért én azzal szerettem volna hozzájárulni most a ma délelőtt. Und deswegen wollte ich heute Vormittag dem etwas hinzufügen, hogy a hatalomról egy olyan látást próbáltam adni, dass ich versucht habe, über die Autorität und Macht solch ein Bild und solche Sicht zu vermitteln. És azért beszéltem ilyen sokat a fülemülékről, meg a virágokról, meg a rozmaringról. Und deswegen habe ich heute so viel über die Nachtigall, Rosmarin, Eichenblätter und so gesprochen. Mert a világ rendezettségét fenntartó hatalomnak, weil die Macht, die die Welt aufrechterhält, arra az eredeti jóságára szerettem volna rámutatni, so ein gutes Wesen in sich trägt, auf das ich aufmerksam machen wollte. Ami a hatalomnak az eredeti célja és funkciója. Weil das ist das eigentliche, ursprüngliche Ziel und die eigentliche, ursprüngliche Funktion der Macht. A hatalom, az isteni hatalom jó, mert a világmindenség rendezettségét fenntartó erő. Die göttliche Autorität und Macht ist deswegen gut, weil sie die geschaffene Welt und das Universum und die darin befindliche Ordnung aufrechterhält. De viszont a világmindenség rendezettsége az egy rugalmas, életszerű. Aber die Ordnung, die hervorgekommen ist, ist gleichzeitig flexibel und anpassungsfähig und lebensfähig. És vidám, und fröhlich, játékos, spielerisch, szórakoztató, unterhaltsam, élvezetes. Und man kann es genießen, genießbar. És ezen a területen az európai kereszténység sajnos a pozitívumok mellett sok kárt is okozott. Und deswegen hat das europäische Christentum neben vielem Guten leider auch viel Schaden verursacht in dieser Anschauung.
amit sem a teremtés nem támaszt alá. Und weder die Schöpfung unterstützt diese Anschauung, sem a Biblia héber és görög szövegének a játékossága, noch das hebräische oder griechische Urtext der Bibel, sem Jézus Krisztus személye, oder die Person Jesu Christi. És végül még egyről ne feledkezzünk el, hogy a Szent Szellem sem túl szigorú. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, auch der Heilige Geist ist nicht zu ernst. Illetve helyesbitek. Helyes? Helyesbitek, javítok. Aha, ich würde das korrigieren sogar. Néha a Szent Szellem nagyon szigorú. Manchmal ist der Heilige Geist sehr ernst. De mindig mindig szeretetből és életszerűen. Aber immer aus Liebe heraus und entsprechend dem Leben. A kereszténység még nem ért el az útjának a végére. Das Christentum hat das Endziel seines Weges noch nicht erreicht. Az igazi protestantizmus az, hogy folytatjuk tovább a teljesen biblikus és teljesen szellemi élet felé, tovább kell menni, mert nem vagyunk még ott. Der echte Protestantismus besteht darin, dass wir immer weiter Schritt für Schritt vorangehen darin, zu dem echten biblischen Leben hinzugelangen, weil wir da noch nicht sind. A hatalomnak négy működési területe van a világban. Es gibt vier Ordnungen der Autorität in der Welt. Az emberi világban. In der menschlichen Welt. Időrendi sorrendben. In der chronologischen Reihenfolge. Ahogy Isten alapította őket, so wie Gott sie hervorgebracht hat, a család az első, ist die Familie die erste Ordnung, amelyben működik tekintélyi rend, in der eine Autoritätsstruktur besteht, az állam a második, der Staat ist die zweite Ordnung, amelyben működik Istentől rendelt tekintélyi rend, in der von Gott gegebene Ordnung und Autorität herrscht, ezzel párhuzamosan nagyjából időben a munkahelyen is működik tekintélyi rend. Damit in Verbindung gleichzeitig mehr oder weniger auch das Gebiet des Arbeitsplatzes. És a negyedik időrendben pedig az egyház. Und die vierte Ordnung und Autoritätsstruktur, die auf der Erde besteht, ist die Gemeinde. Ahol szintén működik tekintélyi rend. In der es auch eine Autoritätsordnung gibt. Én ma este meg holnap délelőtt ezekről szeretnék beszélni, főleg a család és az egyházról, de azért röviden érintjük az államot és a munkahelyet is. Ich möchte heute Abend und morgen früh vor allem über diese vier Gebiete sprechen und wir werden einen besonderen Fokus legen auf die Autoritätsordnung in der Familie und in der Gemeinde. De hogy itt Németországban én erről kiegyensúlyozottan tudjak tanítani. Aber dazu, dass ich hier in Deutschland auf eine ausgewogene Art und Weise darüber lernen kann, mind a négy területen, über alle vier Gebiete, ahhoz azért kellett ez a hosszú bevezetés. Brauchten wir deswegen diese lange Einleitung. Mert mind a négy területen akkor működik jól a tekintély és a hatalom. Weil auf allen vier Gebieten die Autorität und die Macht gut funktioniert. Hogyha megértjük a hatalomnak az eredeti rendeltetését, funkcióját. Wenn wir die Funktion und das Mandat der ursprünglichen Autorität verstehen, so wie sie von Gott geschaffen worden ist. Hogyha a férjek úgy vezetik a családjaikat, feleségüket és gyermekeiket. Wenn die Ehemänner ihre Ehefrauen, ihre Kinder und ihre Familie auf die Art und Weise leiten. Hogy érvényesítik az isteni hatalmi rendet. Dass sie die Autoritätsordnung Gottes darin verwirklichen. De abban a felfogásban, aber in dieser Auffassung, hogy életszerű, rugalmas, vidám, játékos, stb. Das ist spielerisch, fröhlich, dem Leben gemäß und anpassungsfähig ist. Vagy ha mondjuk az egyházi vezetők, oder wenn die Leiter der Gemeinde, egy hasonló felfogásban szolgálnak a Krisztus teste felé, in einer ähnlichen Auffassung dem Leib gegenüber dienen wie Christus, hogy a szervezetnek a gépszerűsége soha ne legyen erősebb az életnél, dass der
der Struktur, der inneren Struktur der Gemeinde und den davon abgeleiteten menschlichen, eher mechanisch anmutenden Funktionsweisen niemals stärker sind als das Leben. De ugyanakkor ne is essen szét teljes káosszá. Aber dass es gleichzeitig auch nicht in ein völliges Chaos ausartet. Hanem ugyanakkor a rend legyen benne, mint az emberi testben. Sondern dass eine ähnliche Ordnung hervorkommt wie im menschlichen Leib. Mert hát végülis az egyház az a Krisztus teste. Weil letzten Endes ist die Gemeinde der Leib Christi. A Krisztus meg nem robot. Und Christus ist kein Roboter. De nem is amöba. De nem is amöba. Amöba. Aber er ist auch keine Amöbe. Köszönöm a figyelmeteket. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.